Dann wird es überall klappen. Sehr schön. Hallo Christina. Genau, wir geben uns wieder die 5 Minuten Zeit, bis alle, die gern zuschauen wollen, es gefunden haben, vor allem alle Neuen. Hallo Susanne, hallo Veronika. Hallo Sonja. Hallo Sarah Sophie, hallo Bea. Wuppertal klappt auch sehr gut. Hallo Claudia, sehr gut. Super. Hallo Catherine, in der Schweiz scheint es auch zu funktionieren. Hallo Daniela, nochmal Schweiz. Nein, du bist ja, ihr seid auf der Heimfahrt. Deine Bilder waren wieder so schön. Da beneide ich euch echt. Es war bestimmt ein toller Urlaub für euch und die 2 Buben. Hallo Yvonne, hallo Anja. Anja, dich glaube ich, kenne ich noch nicht. Du bist neu. Hallo Maren, hallo Sophia, hallo Gabi, hallo Anke. Ein paar neue Namen und viele altbekannte Namen. Sehr, sehr schön. Ja, wir geben uns immer am Anfang so 5 Minuten, bis es jeder gefunden hat, bis jeder klarkommt. Und dann fangen wir an. Hallo Sabine, hallo Claudia aus dem Rheinland, jawohl, hallo Sandra. Bin da, juhu. Sehr schön. Mit meinem Pensionshund müsste auch alles klappen. 2, die jetzt noch spielen wollten, sind hinten im anderen Raum. Die anderen liegen hier alle irgendwo mit rum. Müsste eigentlich ein hoffentlich ruhiger Abend werden. Also ruhig im Sinne von, die Hunde sind cool. Hallo Manuela. Hallo Mona. Hallo Jutta. Ja, wir hatten gerade noch Spielstunde bis 18 Uhr. Und unser Thema heute, spielen die noch oder mobben die schon oder streiten die schon? Hatten wir gerade noch. Allerdings auf relativ engem Raum, weil es hier regnet wie verrückt und wir dann in unserer Trainingshalle waren und da können sich die Hunde halt nicht ganz so entfalten. Auf der anderen Seite ist dann auch nicht ganz so viel Dynamik da. Hallo Christina, hallo Kathleen, hallo Petra, hallo Manja. Frohes neues Jahr, ja, danke euch auch noch allen. Es ist ja noch nicht so alt, das neue Jahr. Na, hallo Heidi. Heidi war gerade noch da bei der Spielstunde mit ihren 2 Mäusen. Hallo Carina. Hallo Annette. Es sind ja jetzt auch einige hier im Chat dabei, die sich auch für den Kurs schon angemeldet haben. Ich freue mich sehr. Das wird wieder ganz toll. Ich habe heute die Facebook-Gruppe erstellt und wollte jetzt heute noch und morgen noch abwarten und dann bekommt ihr alle Infos, dass ihr dann Beitragsanfrage stellen könnt. Und ab Sonntag geht das ja schon los. Und nächsten Dienstag ist schon die erste Live-Runde. Ich werde heute auch vielleicht immer mal was zum Kurs sagen, weil das ja dieses Thema auch ist. Und werde euch immer mal kurz was dazu sagen noch. Aber wir beleuchten jetzt generell erstmal das Thema Spielen, Spiel bei Hunden. Hallo Ladi, Ladi war auch gerade noch da. Die war heute irgendwie den ganzen Tag da, aber auch gerade noch zur Spielstunde. Also ihr seht schon, es sind viele immer dabei, die ich hier direkt vom Training kenne, die hier in der Umgebung wohnen und zu mir kommen. Und natürlich auch ganz viele von weit her, was halt online so schön möglich macht. Ne? Hallo Gabi. Auch die Anna ist auch da, die war heute auch den ganzen Tag hier und gerade noch da irgendwie. Hallo Alexandra. Ja, sehr schön, viele neue Namen, da freue ich mich immer sehr. Es sind auch in den letzten Tagen etliche neue in die Gruppe gekommen. Ich weiß immer nicht genau, ob nur wegen dem Webplausch oder generell zu dem Thema einfach. Das freut mich immer, ne? Wenn ihr dann gleich so einen Webplausch mitmacht, da lernt ihr mich immer, mich und meine Einstellung und meinen Weg des Hundetrainings eigentlich immer am besten kennen über so Webplausche oder über meine Videos. Susanne, du wolltest, sofern ich mich richtig erinnere, dieses Jahr einen ganzen Kurs anbieten. Weißt du schon, welches Thema? Nein, weiß ich noch nicht, weil ich jetzt erstmal noch über der Arbeit mit dem Kurs bin, der jetzt startet. Also der Kurs ist ja fertig, aber das Ganze drumherum, die Werbung und alles. Und danach mache ich mir Gedanken. Hallo Verena.
Im März läuft der Hundebegegnungskurs ja auch erst nochmal und der ganz neue wird ja dann erst im Herbst sein. Also ich habe noch so ein bisschen Zeit, aber ich möchte euch natürlich schon relativ zeitnah Infos dazu geben können. Ich sammle noch so ein bisschen Meinungen. Also ihr könnt mir gerne auch, wenn ihr möchtet, einfach auch mal schreiben. Ich werde auch mal eine Umfrage in der Gruppe starten, was denn so vielleicht interessant wäre für euch als Mehrhundehalter, was man da eventuell in welche Richtung das gehen könnte. Aber das wollte ich jetzt nach dem Kurs, wenn der jetzt angelaufen ist, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und dann sind auch die Pensionshunde, die jetzt Weihnachten, Silvester, also ich habe ja noch so die Urlauber da, die über Weihnachten und Silvester hier sind. Wenn da wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann werde ich mir da Gedanken machen. Wie macht sich Trudi? Trudi macht sich super. Die liegt auch gerade, ich weiß nicht, ob ihr es seht, weil es irgendwie ein wenig dunkel ist dahin, aber die liegt auch gerade direkt in dem ganzen Galgohaufen. Liegt Trudi vorne dran. Die macht sich ganz, ganz toll. Also ist ein toller Hund. Und ich bin sehr erstaunt, wie die ihre Vergangenheit wirklich abschütteln kann, wie schnell das eigentlich geht und wie wohl die sich hier fühlt. Ich hätte eine Off-Topic-Frage, soll ich dir danach eine PN schicken? Kannst du gerne machen, Christina, ich lese es dann morgen und beantworte es gerne morgen oder die nächsten Tage, je nachdem wie umfangreich. Aber ja, am besten eine PN oder eine E-Mail. Du müsstest dich auch mal noch irgendwo hinlegen, Schatzi. So, okay, also für alle Neuen, für alle, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt gerne eure Fragen hier in den Chat stellen. Ich erzähle immer ein bisschen und wenn ich sehe, dass Fragen dazwischen kommen, dann gebe ich da gerne auch gleich oder zumindest zeitnah Antwort. Ich versuche immer alles im Blick zu haben, deswegen schaue ich immer mal darunter, weil ich hier den Chat laufen habe. Also ich versuche immer alles im Blick zu haben und keine Fragen zu übersehen. Wenn ich es doch mal tun sollte, dann melde dich einfach nochmal. Ich habe eine Frage gestellt, ich hätte gerne noch Antwort. Aber üblicherweise schaffe ich das ganz gut. Anna schreibt gerade zu Trudi, genau, freundet sich immer mehr auch mit Fremden an und Leckerchen nimmt sie schon aus fremden Händen. Ja, so ganz fremd noch nicht, aber so Leute wie die Anna, die regelmäßig hier sind, also das ist eine Mitarbeiterin von mir, da klappt das schon richtig schön. Immer noch ein bisschen zögerlich, aber es wird. Hallo Heike, Sandra, wie schön, dass du auch bei Winnie die Galgos sind einfach unglaublich. Ja, das stimmt. Hallo Karin aus Österreich. Mio hat sich wieder mit hingelegt, alles gut. Also es geht ja ums Thema Spielen heute. Wie schnell Trudi kuschelt mit den anderen ganz toll nach 8 Monaten, freue ich mich schon, wenn man bei einem abschaut. Ja, es kommt ja auch auf einen anderen Hund an. Und du hast ja jetzt Galgo und andere Rasse, Sarah. Und Galgo und Galgo ist einfach auch nochmal eine ganz andere Verknüpfung. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, man freut sich über alles, was so Nähe schafft, ja. Genau, Thema Spiel. Also wir überlegen erstmal, was ist denn Spiel für den Hund, beziehungsweise wie ist denn so der Verlauf von Spiel? Spiel beginnt ja schon eigentlich in ganz, ganz wenigen Lebenswochen, meistens so die dritte Lebenswoche. Da erkennt man, also wer Züchter ist, sieht es ja, oder wer seinen Hund regelmäßig besucht, wenn der vom Züchter ist, kann es erkennen, dass ungefähr, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ungefähr so ab der dritten Lebenswoche so spielerische Ansätze zu sehen sind. Meistens sind es in dem Stadium so, ich beiß mal dem anderen einen Schwanz, ich ziehe dem anderen mal am Bein, also alles so ein bisschen körperliche Sachen, aber das sind so die ersten Ansätze von Spiel. Und die Mutter, also das Muttertier, fängt da ja dann auch schon an, gewisse Regeln durchzusetzen oder Grenzen zu setzen. Also es ist so wichtig, dass man das auch lässt, dass das Muttertier das auch darf und man keine Angst haben muss, dass da irgendwie was Schlimmeres passiert, weil das ist das ganz Wichtige, was im Spiel ja wirklich getestet wird von den Hunden, nämlich wie weit kann ich gehen, wo ist meine Grenze, was darf ich nicht, und es fängt tatsächlich mit der dritten Lebenswoche ungefähr schon an. Wenn die dann ein bisschen älter werden, so mit der 8. Woche und dann so langsam ausziehen, dann haben die diese Regelung ja nicht mehr.
Das heißt, die Mutter ist ja dann nicht mehr bei den Hunden, also in der Regel. Und dann müssen wir Menschen da halt gucken, wie können wir, wenn der Hund versucht, seine Grenzen auszuloten, wie können wir klar machen, was geht nicht? Also welche Regeln gibt es? Und wir wissen alle, jeder, der schon Welpen hatte, dass sie teilweise sehr intensiv ihre Zähne einsetzen, dass sie teilweise sehr laut sind, auch dabei, was durchsetzen zu wollen. Aber das ist dann so die Aufgabe von uns Menschen, das zu übernehmen, was die Hundemama übernommen hat. Und wenn die dann so ins Junghundealter kommen, dann wird es meistens ja ein bisschen rauer. Also wenn man Welpen miteinander spielen sieht, ne? Die kugeln miteinander rum, die haben einfach Spaß, die rennen hintereinander her, die wissen oft gar nicht, was genau sie da tun, aber die haben einfach Spaß miteinander. Und wenn das Junghundealter beginnt, also wenn auch so das Sexuelle so ein bisschen gleich mitspielt, also die Geschlechtsreife, dann geht es teilweise ein bisschen körperlicher zu, dann gibt es auch dieses Aufreiten, dieses spielerische Aufreiten. Also nicht immer, wenn ein Hund aufreitet, ist der dominant, schon gar nicht in dem Alter, wo sie noch gar nicht so wirklich wissen, was sie tun. Da wird einfach auch ausgetestet. Ne? Oder man hat sich mal was abgeguckt von irgendeinem anderen und probiert es mal aus. Aber da geht es oft so in diese Richtung. Und wenn die Hunde erwachsen sind, spielen sie eher selten. Ich höre ganz oft hier, also ich habe immer wieder Kunden, die sagen, mein Hund spielt gar nicht mehr, der hat früher so viel gespielt. Und wenn ich dann frage, ja, wie alt ist er denn? Naja, schon so und so viel. Ja, das verliert sich aber auch mit der Zeit, weil Spiel dann nicht mehr so diese Wichtigkeit hat. Mit Menschen spielen Hunde oft ganz im hohen Alter noch. Aber so untereinander, vor allem mit fremden Hunden, ist es einfach nicht mehr wichtig. Wo es noch sehr wichtig ist, ist im Mehrhundehaushalt. Da wird oft in der Gruppe mehr gespielt wie mit fremden Hunden, weil das so ein bisschen diese soziale Struktur auch festigt und weil das einfach ja eine Familie ist. Da werden fremde Hunde immer unwichtiger. Also was beim Welpen noch völlig egal ist, Hauptsache es ist ein Hund, mit dem man lustig rumtoben kann, geht dann im Erwachsenenalter eher so in die eigene Gruppe. Natürlich gibt es auch da wieder Ausnahmen, wobei diese Ausnahmen oft dann gar nicht das als Spiel ist, was wirklich als Spiel gedeutet wird. Ich sehe oft Videos, ich bin ja auch so in allen möglichen Hundegruppen unterwegs, wie ihr alle wahrscheinlich, und man sieht da manchmal Dinge, wo ich sage, wenn die Leute denken, dass das Spiel ist, dann haben die aber wenig Ahnung von ihren eigenen Hunden. Bei Fotos ist es wieder anders. Also ich habe tatsächlich auch schon ganz viele Fotos geschossen, wo ich gedacht habe, dass wenn einer sieht, der nicht das Ganze drumherum gesehen hat, sondern nur anhand des Fotos, der sagt auch, boah, da ist was Aggressives dahinter oder was tun die denn da gerade? Und ein Foto ist immer nur so eine ganz kleine Momentaufnahme. Videos sind da immer viel besser. Und vieles, was unter Erwachsenenhunden abläuft und vielleicht wie Spiel ausschaut, ist nicht wirklich Spiel. Also da kommen ganz viele Rivalitäten dann auch zu tragen. Das kann ganz schnell kippen bei Erwachsenenhunden, vor allem bei Fremden. Also ich persönlich halte überhaupt nichts davon, auf irgendwelche Hundewiesen zu gehen, wo ich nicht weiß, was sind das für Hunde, wie schauen die Leute auf ihre Hunde. Kein Mensch ist dabei, der da so ein bisschen Auge drauf hat, der das so ein bisschen mit regeln kann. Und ich lasse meinen Hund da einfach rennen, weil er hinterher einfach fix und fertig ist. Klar, er kann sich da auspowern, aber da passiert ganz viel, was nicht unbedingt so prickelnd ist. Wenn Hunde feste Freunde haben, die sie immer wieder sehen, also wirkliche Freundschaften oder wie jetzt so auf dem Hundeplatz, wo ich sage, ich gehe da in eine Gruppe und es sind immer wieder die gleichen Hunde. Und natürlich kommt da auch mal ein neuer dazu. Das ist bei uns in der Hundepension ja nicht anders. Es kommt immer wieder mal ein neuer Hund, der noch nie da war, der das erste Mal da ist. Dann muss man auch erst mal gucken, wie sind so die Konstellationen, was geht nicht. Na, klar, das kommt auch in der Hundeschule vor und das kommt auch, wenn ich mich mit Freunden treffe, vor, dass da einfach mal ein anderer Hund noch dabei ist. Aber wenn ich so eine feste Gruppe habe oder eine Gruppe an Hunden, die man immer mal wieder trifft, dann ist es für die Hunde cool, weil dann wissen die von vornherein, auf was sie sich einstellen müssen, wie der andere so drauf ist. Und dann ist es wirklich, dann kann da sich wirklich schönes Spiel entwickeln. Richtiges Spiel entwickelt sich nicht bei Hunden, die man zufällig irgendwo trifft. Auch wenn das viele denken und sich so wünschen würden. Und klar,
sind die Hunde hinterher ausgepowert. Also im Spiel wird ja auch viel, also die üben Kondition und die können sich austoben und na, gerade so bei Rennspielen und solchen Sachen. Aber es ist immer die Frage, was nimmt der Hund noch mit, außer dieses körperliche Ausgelastetsein. Frohes neues Jahr und hallo. Hallo Anja, ebenso. Genau, nur das einfach mal so als Einstieg. Wann geht es los und wie ändert sich auch Spielverhalten? Also es kann das Alter sein, wenn der Hund nicht mehr so wirklich spielen will. Ganz wichtig ist auch, dass Hunde eine gewisse Sicherheit brauchen, um zu spielen. Also Hunde aus dem Tierschutz, die wegen ängstlicher sind, ein bisschen unsicherer sind, die spielen auch oft nicht wirklich, beziehungsweise entwickelt sich erst so langsam. Da ist immer wichtig, dass man wirklich den Hunden die Zeit gibt und er muss nicht spielen. Und wenn er sich dann noch nicht sicher fühlt, dann zwingen wir ihn natürlich auch zu nichts. Ich lese mal kurz. Wie ist es mit erwachsenen Hunden, die auf Welpen oder Junghunde treffen? Die spielen viele doch auch wieder mit fremden Hunden. Das ja. Aber wenn es ein wirklich richtig schönes Spiel sein soll, dann sieht man, also wir kommen gleich auch dazu, was so Regeln vom Spiel sind. Also zum einen darf der erwachsene Hund im Welpen natürlich seine Grenzen setzen. Es ist ganz wichtig, auch in der Junghundephase, dass die Hunde nicht nur mit anderen Junghunden zusammenkommen, sondern auch viel mit erwachsenen Hunden, die auch einfach mal sagen, stopp, jetzt ist genug. Und das ist auch völlig okay, dass die das sagen, weil nur so kann der junge Hund oder der Welpe das lernen. Ein erwachsener Hund, der schön mit einem Welpen spielt, ist immer einer, der sich klein macht, der sich auf den Boden wirft, der ganz vorsichtig mit seinen Pfoten ist, der nicht zubeißt, der schon, wenn der kleine Welpe übertreibt, mal sagt Stopp und dann aber sofort wieder über lockeres Spiel auflöst die Situation. Na, also meine Dori zum Beispiel, die ist jetzt auch schon 8, die spielt kaum mit anderen Hunden, aber wenn es kleine Hunde sind oder junge Hunde sind, da siehst du die noch richtig schön spielen. Aber dann macht die sich wirklich selber klein. Also die erwachsenen Hunde gehen so ein bisschen auf die Höhe ein, auf das Alter ein und das merkt man halt. Also wenn ein Hund einen Welpen einfach nur umrumpelt, dann ist es natürlich nicht schön. Wenn der aber vorsichtig hingeht, dann ja. Wenn Junghunde nicht so übertrieben sind, dann werden die auch gern als Spielpartner. Also das kitzelt halt einfach so noch mal ein bisschen diese Freude raus und ich tobe jetzt mal mit dir und ich sehe, du möchtest das und na, das ja. Aber es muss halt der erwachsene Hund auch wirklich sehr sozial sein, damit für den Welpen oder den Junghund da auch eine gute Erfahrung rauskommt. Braucht ein Hund außerhalb der eigenen Hundegruppe noch weitere Sozialkontakte? Jones bester Freund ist fortgezogen, jetzt haben wir niemanden mehr. Das ist so eine Frage, braucht er es, will er es? Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass wenn es gute Kontakte sind, dass sie sich sehr freuen. Also wir haben ja gerade jetzt hier im Hundeverein, ne, wenn die so immer wieder dieselben sehen, dann ist es schon schön und dann wird auch teilweise echt schön gespielt. Wirklich brauchen, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, nein. Wenn die Struktur zu Hause passt. Also wenn der Hund sich in seiner Struktur zu Hause, in diesem sozialen Geflecht, das zu Hause herrscht, mit den anderen Hunden oder dem anderen Hund, du hast ja noch einen anderen, also es sind 2 Hunde, mit dir zusammen, mit denen, die öfters irgendwo beteiligt sind bei euch, wenn diese Struktur wirklich passt, braucht er es nicht unbedingt. Das ist immer so menschliches Denken, dass sie es brauchen. Die wenigsten brauchen es wirklich. Die freuen sich, es ist ein schönes Zubrot, wenn man mal irgendwo beim Gassigehen einen Freund trifft und man kann mal toben oder man geht mal in die Hundeschule oder wie wir so diese Spielstunden einmal die Woche oder so. Aber brauchen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wenn das soziale Struktur, die Familie einfach harmonisch ist und passt für einen Hund. Hallo Christina. Also Christina Krämer, drunter ist Christina Weber. Wir haben hier im Dorf eine junge Dame, die Duke am Anfang toll fand, aber sie hat ihn dermaßen bedrängt und reitet immer am Kopf auf. Super. Mittlerweile sage ich schon, dass Duke sich unwohl fühlt, aber die Besitzer meinen, dass Duke doch da mitspielen möchte. Er versteckt sich aber hinter mir. Ja, das ist das deutlichste Zeichen, dass er nicht mitspielen will. Und man merkt auch, dass er sie deutlich meidet. Ja, dann will er das nicht. Und dann können die anderen das sagen, weil sie meinen, ihr Hund hat vielleicht Spaß dran, aber wenn dein Hund keinen Spaß dran hat, dann würde ich das immer unterbinden. Also generell würde ich immer gucken,
wenn ihr euren Hund spielen lasst mit anderen Hunden, habt immer alle Beteiligten im Blick. Nicht nur den eigenen. Der eigene kann ja Spaß haben, aber wenn der andere keinen Spaß mehr hat, dann wird es genauso unterbunden. Na, normalerweise sollte derjenige, dessen Hund sich nicht wohlfühlt, einschreiten. Aber manchmal ist es auch einfacher, wenn es ein anderer macht oder der, der näher dran steht. Also wichtig ist immer, dass ihr alle Hunde, alle Beteiligten im Blick habt, fühlen wirklich alle sich wohl. Wir hatten auch gerade die Situation in der Spielstunde. Wir haben einen relativ jungen Golden Retriever bei uns. Der spielt total gern mit allen, wie halt die Retriever so sind. Aber wenn es dann mal zwei oder drei sind, die hinter ihm her sind oder die ihn anbellen oder so, dann wird es ihm halt auch zu viel. Ja, dann muss man halt mal kurz trennen, dann muss man erstmal wieder für Ruhe sorgen und dann kann man ja gucken, geht es weiter. Und wenn er nur mit einem spielt, ist alles super. Ein zweiter geht auch gerade noch so. Also man hat wirklich immer alle im Blick. Nicht nur den eigenen Hund. Und wenn mein eigener Hund toll findet, den anderen in die Ecke zu drängen, dann hole ich meinen eigenen da auch weg, ist ganz klar. Ne? Sabine, meine Border Collie Hündin will übermütigen, rüpeligen Junghunden eine Grenze setzen, wenn die im Freilauf zu ihr rasen. Sie schnappt die dann ab. Leider wurde sie im Gegenzug zweimal attackiert, also habe ich nun furchtbare Angst vor Hundebegegnungen. Und an der Leine flippt sie nun aus, weil sie da auch keinen Ausweg hat. Aber frei laufen lassen mit fremden Hunden will ich sie nicht mehr aus Angst. Also, verstehe ich total, dass man da Angst hat, dass wieder was passiert. Allerdings fühlt sich dein Hund an der Leine aber vielleicht auch eingeschränkt. Das ist ja so das Thema Leine immer, dass die sich eingeschränkt fühlen in ihrem Handeln, in ihrem Tun. Und deswegen eher und schneller austicken, wie wenn sie ohne Leine sind. Vielleicht ist bei euch möglich einfach eine lange Leine, also eine Schleppleine, wo der Hund zumindest ein bisschen mehr Freiraum hat. Und ich würde an deiner Stelle, also ich kenne jetzt deinen Hund nicht und kenne dich nicht, aber ich würde an deiner Stelle gucken, dass du ihr da Hilfe bietest, indem sie gar nicht den anderen abschnappen muss, sondern du den anderen gar nicht zu ihr hinlässt. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt und wie gesagt, Hundebegegnungen haben wir ja auch den Kurs im März wieder, wo wir eben solche Dinge auch üben, wie was kann ich machen, wie kann ich da schnell reagieren, was sind Möglichkeiten, dass der eigene Hund gar nicht das Gefühl hat, er muss da jetzt eine Grenze setzen, sondern oh, ich kann mich auf meinen Mensch verlassen, der macht es. Na, ich weiß, es redet sich immer so leicht, es ist nicht so einfach, aber das wäre jetzt eventuell einfach mal so der Gedanke an dich zu sagen, es ist okay, erstmal annehmen, es ist okay, wenn mein erwachsener Hund übermütigen, rüpeligen Junghunden sagt, du spinnst wohl jetzt hier, benehm dich mal ein bisschen, nimm mal ein bisschen Energie raus. Wenn der andere Hund dann attackiert, ist das ein Zeichen dafür, dass der schlecht kommuniziert und solche Grenzen, das sind ja oft Hunde, die auch die Grenzen von den Erwachsenen, also von den Menschen nicht annehmen. Wenn der Hund von seinem eigenen Mensch schon keine Grenze annimmt, nimmt das von dem fremden Hund ja auch nicht an. Es sei denn, der fremde Hund ist so deutlich, dass der Rüpel ein bisschen ins Nachdenken kommt. Aber in der Regel ist es ja so, ne, du hast mir gar nichts zu sagen. Deswegen passiert sowas ja leider manchmal, weil der andere Hund nicht gut, schuld ist angeblich immer der, der gebissen hat, aber eigentlich ist der andere schlecht im Kommunizieren oder im Verstehen oder im Annehmen von so einer Ansage. Wenn der Hund an der Leine ausflippt bei Hundebegegnungen, ist ihm eindeutig, ist er zu eingeschränkt, hat er zu wenig Möglichkeiten, da spielen die vier Fs wieder eine Rolle, also Flight, Fight, Flirt und Fiddle Around. Da kannst du dir vielleicht mal im Infoguide 3 sind die ganzen alten Webplausche drin, da haben wir auch mal über das Thema Hundebegegnungen gesprochen, vielleicht das mal anhören. Versuch mal einen Weg zu finden, dass dein Hund bei dir bleibt oder hinter dich geht und du praktisch die Ansage dem anderen Hund gegenüber machst, die eigentlich dein Hund also in dem Fall gemacht hat. Jetzt so auf die Schnelle einfach kurz da was dazu gesagt. Ne? Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Ich finde, das Wort Spielen ist schlecht behaftet. Wie ist es mit Kommunikation, Interaktion? Muss natürlich auch nicht mit jedem fremden Hund auf der Straße stattfinden. Ich hätte eigentlich schon gerne, dass mein Hund lernt, mit anderen zu kommunizieren und ihre Anwesenheit zu akzeptieren. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke, Petra. Weil Spielen ist es eben häufig nicht. Es ist ein Sozialkontakt. Und Sozialkontakt kann ja in ganz viele Richtungen gehen. Und wenn da viel Aktivität dabei ist und so weiter, na klar, man sagt immer, die spielen miteinander, aber eigentlich ist es Kommunikation.
deswegen ist Kommunikation ja auch wichtig, dass die das lernen. Deswegen, also damit die dann auch so erkennen, wenn der andere irgendwie was mitteilen will. Kommunikation, Interaktion, genau. Trifft es ja im Prinzip genauso. Wir kommen zu kommunizieren. Ja, da hast du recht. Spielen ist deswegen schlecht behaftet, weil es eben oft kein wirkliches Spielen ist. Also Spielen hat gewisse Regeln. Wir können ja mal kurz, ich lese mal schnell noch weiter. Dann können wir ja mal die Regeln durchsprechen. Woran erkenne ich denn, ob es Spiel ist oder ob es kein Spiel ist? Und was kann ich machen, wenn es kein Spiel mehr ist? Ich lese mal kurz. Jeder von uns ist verantwortlich. Sehr gut, Anna. Genau, jeder ist für seinen eigenen Hund verantwortlich. Dass es dem gut geht, aber dass es auch denen gut geht, mit denen er zu tun hat. Ja? Genau. Das, was die Anna schreibt, Christina, ne? Wenn du das Gefühl hast, dein Duke fühlt sich in der Situation nicht wohl, dann ist es egal, was die andere Dame und ihr anderes Hündchen denkt, dann ist es egal. Du bist für deinen Hund verantwortlich und entsprechend agieren wir. Na, wenn ich sage ganz oft, wenn es jetzt ein menschliches Kind, sind ja auch oft Kinder für uns, wenn es ein menschliches Kind ist, da gucke ich ja auch nicht zu, wie der abgewatscht wird. Na, warum muss ich das beim Hund machen? Und wer anders außer wir kann dem Hund in der Situation helfen? Wenn er sich selber hilft und es wird laut oder böse oder blutig, dann ist es wieder der böse Hund. Also muss ich als Mensch einfach da sein und meinen Hund unterstützen, ihm helfen, ihm Lösungsmöglichkeiten bieten, egal, was die Gegenseite meint oder sagt. Anja, meine Hündin spielt nicht wirklich mit anderen. Sie hat eine Gassi-Freundin, die wir jetzt auch mal zum Spielen treffen wollen. Ja, Gassi-Freunde zum Spielen treffen ist super, weil dann kennen die sich gut, dann wissen die, sich einzuschätzen. Ja. Meine Hündin ist aus dem Tierschutz und lernt erst langsam, Hunde zu lesen, will aber zu fast jedem hin. Aber wenn wir uns zum Spielen treffen, zieht sie sich meist nach 1 bis 2 Minuten zurück. Spielen tut sie zu Hause mit den Katzen. Okay, wenn es für die Katzen okay ist, dann gerne. Ja, dieses zum anderen hinwollen hat ja nicht den Hintergrund, komm, lass uns spielen, sondern ich muss mal gucken, wer du bist. Also es ist ja ganz oft, bis auf wenige Ausnahmen, und das sind meistens so Retrieverarten oder so, die einfach jeden toll finden und auch wenn sie eins auf die Mütze kriegen, finden die den immer noch toll. Aber die meisten Hunde wollen ja einfach nur abchecken, wer bist denn du? Und deswegen wollen die ja oft hin. Und es gibt ja auch ganz viele Hunde, die gehen zu einem anderen Hund hin und man denkt, okay, alles cool. Und dann schnappen sie trotzdem kurz hin oder blaffen den trotzdem kurz an. Also das ist ja nicht dieser Hintergrund, ich will dahin, weil wir wollen Freunde werden, sondern wer bist denn du überhaupt? Und wie gesagt, gerade so Rivalitäten oder so, wenn dazukommen, dann wenn die langsam erwachsen werden, ne, da wird es dann immer mehr. Kathleen, mein Border Collie, 2 Jahre, spielt in meinen Augen sehr schön mit meinem besten Freund Malteser, beide intakt. Er nimmt sich zurück, läuft langsamer, genau, damit der Kleine hinterherkommt über das Spielzeug. Das ist schon mal ein super Anzeichen, dass es wirklich Spiel ist. Wenn der eigentlich überlegen ist, also größer ist, schneller ist, was auch immer, wenn der sich zurücknimmt. Wenn der wirklich, also das merke ich bei meinen Galgos auch, wenn Pina und auch Vajana wollen sehr gerne Hase spielen, die wollen sehr gerne gejagt werden, sind halt einfach mal viel schneller wie die meisten anderen Hunde, dann werden die immer langsamer, bis die anderen ein bisschen aufschließen und dann werden sie wieder schneller. Also wenn man sich selber so ein bisschen zurücknimmt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen, dass es wirklich Spiel ist. Er hat auch sonst kein Problem mit anderen Hunden. Kann ich davon ausgehen, dass er prinzipiell sanft ist? In 2 Jahren soll er einen kleinen Bruder kriegen. Ja, es kommt natürlich auch immer auf den anderen Hund an. Also es kann sein, dass er mit einem anderen Hund vielleicht ein bisschen anders spielen würde. Aber die Tendenz hat er auf jeden Fall. Wenn du das so beobachtest, wenn er auch Spielzeug überlässt, dann hat er auf jeden Fall die Tendenz, total klar zu sein im Spiel, gut kommunizieren zu können, die Spielregeln gut zu kennen. Ja, davon kannst du ausgehen, dass der auch mit einem eigenen Hund dann in der eigenen, also einem neuen Hund in der eigenen Familie auf jeden Fall sehr gut umgehen kann, weil der einfach die Regeln versteht. Das kannst du ja. Sabine, vielen Dank. Das Abschnappen ist im Freilauf, daher kann ich da nicht schnell genug eingreifen. An der Leine versuche ich es, andere nicht an sie hinzulassen. Nicht so einfach, wenn sie mir schon ausflippt. Ja, genau. Aber wenn du das wieder wegkriegen willst, dass die da ausflippt, musst du ja einfach zeigen, dass du die Sache irgendwie übernehmen kannst und finde da einfach so deinen Weg. Das Abschnappen im Freilauf
ist dein Hund dann sehr weit weg von dir? Weil selbst wenn er nicht direkt bei dir ist, aber in deiner Nähe ist, kannst du da vielleicht trotzdem irgendwie Einfluss nehmen. Da würde ich einfach gucken, vielleicht, dass du deinen Hund erstmal nicht so ewig in den Freilauf reinlässt, sondern schaust, dass du in seiner Nähe bist, um eben auch da zu signalisieren, du, ich bin da, wenn Probleme sind, du musst da nichts machen. Ja. Sophia, im Dorf haben wir einen Rüden, der es sehr auf unsere Hündin abgesehen hat. Sie spielen oft, aber unsere Frieda wird schnell unterwürfig und der Rüde zeigt deutliches Sexualverhalten oder nur Dominanz. Unser Rüde will ihn mittlerweile immer maßregeln, er fixiert, knurrt, droht. Kann das daher kommen, dass der Hund unsere Frieda immer so angeht? Ja, klar, weil der Rüde das macht, was in einer Familie passiert, nämlich wenn der kleine Bruder oder in dem Fall die kleine Schwester was auf die Mütze kriegt, ist der große Bruder da und hilft. Ja, das hat, wenn die Verbindung zwischen den Hunden gut ist und sehr, sehr positiv ist, dann ja, dann treten die dafür mit ein. Oder haben so Rüde wohl einfach ein anderes Problem mit ihm? Entweder findet er ihn einfach auch sehr unsympathisch, weil du ihn unsympathisch findest, weil er deine Hündin bedrängt. Na, das kann auch wieder die Verknüpfung sein. Also Hunde spüren ja sehr unsere Emotionen und unsere Gefühle. Und wenn ich einen Hund sehe, den ich nicht mag und jedes Mal denkt, oh, der schon wieder, dann übernehmen das die Hunde auch. Kann auch ein Grund sein. Aber wenn deine Hündin sehr unterwürfig ist und das deine Rüde sieht und der andere Rüde auch sehr deutliches Sexualverhalten zeigt, ne, dann ja, dann sagt dein Rüde, mach mal ab hier, Junge. Was nicht bedeutet, dass er generell mit anderen Rüden ein Problem haben muss. Das ist halt dann speziell auf die Situation oder den Hund gemünzt. Ich würde auf jeden Fall, das ist, was ich vorhin auch bei der Christina und Duke gesagt habe, gucken, wenn deine Hündin sich unwohl fühlt bei dem Rüden, dass du dem Rüden ganz klar zu verstehen gibst, lass sie in Ruhe, hau ab da. Weil irgendwann kriegen sich die Rüden vielleicht dann trotzdem mal in die Wolle. Und wie gesagt, wenn ich merke, mein Hund fühlt sich unwohl in der Gegenwart von dem anderen Hund, dann lasse ich das nicht einfach so laufen, sondern dann helfe ich meinem Hund. Ich schaue mir Guide 3 an und übe das. Genau, Sabine. Also im Info-Guide 3 sind die ganzen Aufzeichnungen. Ich mache jetzt Webplausch einmal im Monat Zeit. Ich glaube April 21. Ich glaube April oder noch eher. Also schon lange. Das sind ziemlich viele, immer wieder zu anderen Themen. Und das alles da gespeichert. Guck sie einfach mal durch. Christina, ich lehne jetzt mittlerweile, nachdem ich weiß, dass Duke ja bei dir im Kindergarten seine Kontakte hat, kategorisch jedes Spielen ab bei uns im Ort. Genau. Und bei uns im Kindergarten hat er gute Kontakte, gezielte Kontakte. Natürlich, also wir haben hier einen Hundekindergarten, für die, die das nicht wissen. Das heißt, die Hunde kommen früh und werden abends geholt. Und da gucken wir ja, wer passt zu wem und wie lang kann man, also da gucken wir ja drüber. Die Hunde sind nie wirklich alleine. Es ist immer einer da, der damit zuschaut. Wir trennen dann auch mal oder wir machen zwei, drei Grüppchen. Manchmal haben wir auch Hunde, die total gut miteinander harmonieren. Dann ist es eine große Gruppe. Je nachdem auch, ob meine eigenen Hunde dabei sind oder die Hunde nur die Tagesgäste und Pensionshunde bei einer Kollegin sind. Weil wenn meine eigenen Hunde dabei sind, regeln die ja auch viel mit. Da traut sich dann keiner so wirklich übertreiben. Und genau, also da haben die einfach gute Kontakte und da kann man das Spiel laufen lassen. Und es ist halt überwacht von jemandem, der sich auskennt und nicht einfach nur von so diesen selbsternannten Hundetrainern, die überall auf den Straßen rumlaufen und alles besser wissen. Danke, die Anna hat den Infoguide verlinkt. Da kannst du Sabine dann ja auch mal gucken oder alle anderen, die es interessiert. So, Sarah Sophie Tschunno spielt bei anderen Hunden gerne Kasper, wie du im Oktober bestimmt auch sehen wirst. Ja, bin schon sehr gespannt auf deine Mäuse. Sie ist dabei, zwar komplett abgedreht und penetrant, aber wirkt dabei leider offenbar trotzdem sympathisch auf andere. Deshalb hat sie außer von Maya von anderen Hunden noch nie wirklich Ansage bekommen. Maya wäre als Spielpartner perfekt, nur leider möchte Maya noch nicht mit Tschunno spielen, wäre ja auch noch, wäre auch zu schön. Genau, ich würde es noch, hast du auch schön eingeklammert. Wenn da am Anfang ziemlich Stress war zwischen den beiden, dann ist es nicht von heute auf morgen auf einmal, juhu, lass uns spielen. Aber die nähern sich ja total gut an. Ich habe es ja mitgekriegt, dass es wirklich gut ist und irgendwann spielen die auch miteinander.
bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und das, was du schreibst mit diesem Kasper und sehr penetrant, aber trotzdem von anderen Hunden kriegt da keiner auf die Mütze. Also es gibt ganz viele, also wenn das die anderen Hunde sehr selbstbewusste Hunde sind, Hunde, die sehr klar denken, die sagen ja dann auch, was ist denn das für ein Kasper und lassen das so durchgehen. Na? So richtig Grenzen setzt man ja nur, wenn der andere bewusst übertreibt oder pöbelt oder bewusst irgendwie Stress hervorruft, dann gibt es eine Grenze. Wenn aber einer einfach nur wild und kasprig ist und so weiter, dann lässt es ein selbstbewusster Hund total durchgehen. Und dem lässt es voll kalt. wenn ich erst manchmal mehr, Qualität steht über Quantität, genau. Wir müssen es niemandem recht machen, ist ein sehr schöner Satz, Anna. Also ich muss nicht um des Nachbarschaftswillen oder um mit denen, die man regelmäßig auf der Hundewiese trifft, um da einfach keinen Stress zu haben, muss ich nicht meinen Hund irgendwas aussetzen. Ich muss dem keinen Stress aussetzen. Ich muss nicht sagen, jetzt spiel doch mal, jetzt mach, hab dich doch nicht so, jetzt was willst du denn? Nee, muss ich nicht. Wenn er sich nicht wohl fühlt, fühlt er sich nicht wohl und dann ist es so. Sophia, prinzipiell mag ich den Hund und wenn wir zusammen gehen, ist doch alles gut. Okay, dann ist es die Verknüpfung nicht, weil das ist nämlich ganz oft auch, wo ich sage, passt auf die eigenen Gedanken auf, weil auch das ja sich gut überträgt, gerade wenn ich eine gute Bindung zu meinem Hund habe oder mein Hund zu mir. Je besser die ist, desto mehr fließt dann natürlich auch, was Emotionen und Gefühle angeht, zwischen mir und meinem Hund. Wenn ihr miteinander geht, kann es durchaus auch sein, dass der Rüde viel Stress hat, weil Gehen, Laufen wieder Stress abbaut. Versuch da auch einfach einen guten Weg zu finden. Und wenn du merkst, deiner Hündin wird es zu viel und der andere übertreibt. Also diese sexuelle kann natürlich wirklich gesteigertes Sexualinteresse sein, gesteigerter Sexualtrieb. Es kann sein, dass deine Hündin extrem gut genau für den Rüden riecht. Dominanz ist es wirklich in den seltensten Fällen. Das wird ganz oft gesagt, oh, der reitet auf, der ist dominant. In den allerwenigsten Fällen ist es Dominanz. Es gibt ja auch nicht einen dominanten Hund. Es gibt Hunde, die in manchen Situationen dominant reagieren, aber es gibt keinen per se dominanten Hund. Und also wenn es Junghunde miteinander machen, Jungrüden, der eine steigt auf den, der andere steigt auf den, ist es wirklich oft spielerisch. Sexualspiel. Und wenn die erwachsen sind, dann muss man auch immer gucken, hat er Stress? Weil auch Stressabbau ist ganz oft aufreiten. Das machen die auch ganz oft. Oder ist es wirklich, knipst deine Hündin wirklich bei dem Rüden irgendwas an? Und dann würde ich halt sagen, okay, an der Leine laufen, alles gut, aber halt dann nicht, wenn sie bedrängt wird. Ja. Genau, kommen wir nochmal zu den Regeln. Weil ich habe vorhin schon was gesagt. Also eine wichtige Regel ist, wenn Rollen getauscht werden, und zwar immer wieder im Spiel. Also wenn erwachsene Hunde sich oder große Hunde sich klein machen, auf dem Boden wälzen, wenn ein Hund sich unterwürfig auf dem Rücken dreht, spielerisch auf den Rücken dreht, um den anderen zu animieren, die strampeln dann manchmal auch so mit den Füßen den anderen an. Jagdspiele, Renn- und Jagdspiele, da ist es wichtig, dass man sieht, dass die Rollen sich tauschen, dass immer mal der eine vorne ist, dann der andere. Also einfach so dieses Rollentausch, es ist nicht immer derselbe, der unten liegt, es ist nicht immer derselbe, der vorne ist, wobei man da natürlich auch sagen muss, es gibt Hunde, die sind extrem gerne vorne, wie jetzt meine zwei Mädels, die Pina vor allem, die animiert jeden Hund hinter ihr herzurennen, weil die das einfach liebt, gejagt zu werden. Also das kommt natürlich auch ins Spiel, so der eigene Charakter. Die Rasse hat ja auch immer auch ein bisschen was zu sagen. Es gibt ja auch so rassespezifische Spiele, also Labradore spielen ganz anders wie Hütehunde oder wie Windhunde oder so. Na, das muss man auch mal ein bisschen im Blick haben. Aber generell kann man sagen, wenn es ein richtig schönes Spiel ist, dann wechselt das. Und es wechselt vor allem auch die Energie. Also wenn eine Stunde lang nur gerannt wird, ist das kein Spiel. Wenn gerannt wird und dann mal gemeinsam Pause gemacht wird oder einer geht zum Wasser und der andere trinkt auch und danach wird wieder weiter gerannt,
dann ist es auch wieder Spiel. Also Spiel wechselt sich ganz viel mit Pausen ab, mit gemeinsamen Pausen, mal im Gras wälzen, dann wieder rennen, dann mal wieder irgendwo schnüffeln, dann mal trinken, dann mal wieder rennen. Dann kann man auch davon ausgehen, dass es Spiel ist. Wenn aber nur gehetzt, 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 gejagt, gejagt, gejagt wird, dann ist es auch wieder kein Spiel oder eher kein Spiel. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen Auge drauf hat. Können die denn auch mal gemeinsam einfach nur stehen und mal schnüffeln? Und was macht ein Hund, wenn der andere Hund stehen bleibt? Pufft dann der andere den an und drängt ihn dazu, weiter zu spielen, oder nimmt er diese Pause auch an? Ja, also wenn ihr unsicher seid, wenn zwei Hunde miteinander spielen und ihr seid unsicher, ob das jetzt nicht gleich kippt oder ob der andere Hund auch wirklich das als Spiel versteht, dann haltet beide mal fest, lasst einen wieder los und lasst erst den los, der augenscheinlich so der Unterlegene ist, also der zum Beispiel gejagt wird oder der umgerannt wird oder so. Und wenn der gleich wieder zu dem hingeht, der noch festgehalten wird, dann war es Spiel, weil dann, er könnte ja gehen, wenn der andere festgehalten wird, oder er könnte bei euch stehen bleiben oder so. Aber will der gleich wieder dahin, obwohl er vorher vielleicht unten lag die ganze Zeit, dann hat es für uns Menschen von außen schlimmer ausgeschaut, wie es wirklich der Hund tatsächlich in dem Moment sieht. Also bei Welpen machen wir das ganz oft in der Welpenstunde auch. Das sagen wir unseren Welpenbesitzern auch immer, haltet es immer beide fest, lasst mal den einen wieder los, schaut, an dem und dem könnt ihr erkennen, ist es Spiel oder ist es kein Spiel, braucht der eigene Hund jetzt Schutz oder braucht er keinen? Und apropos Schutz, bitte lasst euch nicht von irgendwem aus einreden, der darf bei euch keinen Schutz holen, egal ob Welpe oder Junghund oder erwachsener Hund oder Rassehund oder Tierschutzhund oder egal was, wenn ein Hund Schutz bei seinem Menschen sucht, dann gebt ihm den bitte. Kein Hund muss was. Also dieser Satz, sie müssen es untereinander selber ausmachen, dein Hund muss das lernen, der muss sich auch mal wehren lernen und so. Nein, bitte nicht. Natürlich lernen Hunde im Spiel auch, mal dem anderen eine Grenze zu setzen. Na, das ist schon auch ganz wichtig. Aber wenn der Schutz bei uns sucht, wenn der also in unserem Bereich ist, ich sage immer, dieser Schutzbereich um mich rum, da soll dem Hund nie was Schlechtes passieren. Und ich gehe nicht extra zur Seite, wenn sich mein Hund hinter mir versteckt, damit der andere Hund dann wieder hinkommt, weil auch sowas habe ich leider schon gesehen und wurde auch in einer Hundeschule in der Nähe so gesagt, geh mal zur Seite, die müssen das klären. Nee, müssen die nicht. Wenn ein Hund was klären will und ist weg von mir und sagt, ich muss jetzt da mal, na, alles gut. Aber wenn er Schutz bei uns sucht, dann geb bitte dem Hund den Schutz. Weil nur so baut sich auch Vertrauen auf. Und so baut sich eine gewisse Glaubwürdigkeit an uns als Mensch auf. Das heißt ja immer so schön, wir wollen unsere Hunde führen, aber als Führungsperson muss ich auch authentisch sein, muss ich für einen Hund auch glaubwürdig sein. Und das bin ich nicht, wenn ich ihn in Situationen aussetze, die er gerade nicht handeln kann. Na, also deswegen bitte ganz wichtig. Was im Spiel natürlich auch sich so ein bisschen entwickelt, ist Muskelaufbau. Deswegen ist ganz schön, wenn erwachsene und ältere Hunde auch noch mal so ein bisschen ins Spielen kommen. Und wie gesagt, wenn nicht mit anderen Hunden, dann vielleicht mit uns. Aber das ist halt auch so, das Körperliche entwickelt sich ja durch Spiel. Das ist ganz, ganz gut auch. Ja, und so ein bisschen Intelligenz auch. Also Hunde lernen im Spiel auch Strategien zu entwickeln, nachzudenken. Deswegen ist Spiel wichtig. Hat euer Hund Spielpartner, mit denen ihr gut spielt? Alles super. Hat er keine? Sucht euch vielleicht welche. Guckt mal, ob ihr irgendwelche Gassi, so wie vorhin einige geschrieben haben, Gassi-Partner. Erstmal gucken, wie ist denn so die Harmonie? Und dann kann man sie vielleicht auch mal spielen lassen. Wenn sie älter sind, müssen sie es nicht mehr unbedingt haben. Aber so im Welpenalter und im Junghundealter ist es schon ganz wichtig, einfach weil es so aufs Leben vorbereitet. Ne, das Spielen schon ganz wichtig. Wir kommen aber gleich noch zu einer ganz wichtigen Regel vom Spiel. Ich lese das gerade mal noch von der Daniela. Jetzt im Urlaub an den großen Stränden haben meine beiden sehr große Rennkreise gezogen. Ich habe dem Video gesehen. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Vordere oft schaut, wo der Hintere bleibt und in seine Richtung rennt, damit es zusammen weitergeht und dann der andere wieder hinten ist. Sie wechseln sich oft ab. Genau, und das ist super. Das ist genau das,
wo du sehen kannst, die spielen miteinander. Da wird nicht einer gejagt, da jagt nicht der eine den anderen, sondern es ist tatsächlich Spiel. Gucken, wo bleibt der, Geschwindigkeit rausnehmen, aufschließen lassen, dann eben auch mal tauschen, dann ist mal der eine vorne, dann der andere. Wie gesagt, diese gemeinsamen Pausen, dann guckt man mal gemeinsam ins Meer oder macht sonst was gemeinsam, schnüffelt, legt sich mal hin, dann wird wieder weitergespielt. Das ist ganz eindeutig ein Spiel. Sabine, ah ja, super. 14. April, gell? Ich hatte irgendwie April 21 im Kopf. Begonnen mit Markertraining und dann sind die so den Monate nach sortiert. Guck einfach auf die Themen. Ja, ein ganz, ganz wichtiges, eine wichtige Grundregel zum Thema Spiel ist, es gibt keine Regeln. Es gibt keine Signale im Sinne von Sitz, bleib, steh, warte, sonst was. Viele Hunde nehmen auch so den Blickkontakt, diesen fixierenden Blickkontakt ein bisschen raus. Manchmal glotzen die ja einen Hund an, um den zum Spielen zu bewegen. So dieses Anschleichen auch und so. Ne? Das ist bei Jagdspielen ja oft auch mit drin. Aber die gucken ganz, ganz selten direkt in die Augen vom anderen Hund, sondern so ganz leicht seitlich. Das sehen wir Menschen gar nicht. Aber wenn es wirklich eine freundliche Annäherung ist, gucken die sich nicht direkt in die Augen. Auch wenn es manchmal so ausschaut. Also sind eigentlich freundlich trotzdem, obwohl vielleicht Spannung drin ist. Ne? Wenn sich ein anderer Hund anschleicht oder steif macht, und beobachtet als Einstieg in ein Spiel, dann ist das was anderes, wenn der den wirklich fixiert, weil fixieren wieder eher andere Hintergründe hat, auch wenn es so ausschaut, wenn wir ihn so fixieren. Also es gibt nicht wirklich Regeln und das ist wichtig zu wissen, wenn wir mit unseren Hunden spielen. Aber ich lese erst mal kurz weiter. Für Luise ist es öfters mal zu stressig, wenn Emil und Bärbel spielen. Die Dynamik kann sie nicht so gut aushalten. Ja, ich weiß, das ist ja bei uns auch oft, ne, wenn sie da sind. Und will dann ausbremsen und aufreiten. Soll ich Luise dann machen lassen? Oftmals mag er ich, weil die zwei Kleinen halt gerne flitzen. Genau. Also, du kannst da Luise auch schon, also, das machen meine ja auch gerne. Die Pina in der Spielstunde, je nachdem, wer da ist. Aber es gibt so bestimmte Hunde, wenn die rennen, da weiß die Pina, das könnte schief gehen, weil es halt schon immer mal schief gegangen ist. Und dann geht die relativ früh rein. Und dann sage ich auch oft, jetzt bleibst du mal da, jetzt lass sie mal spielen. Und wenn es ernst wird, dann darfst du reingehen. Und das kannst du mit der Luise ähnlich machen. Ne? Die zwei Kleinen, die wollen spielen, der Luise ist es zu viel. Dann mach in dem Moment mit der Luise was anderes, üb, dass sie in der Nähe bleibt, mach mit ihr ein Leckerli-Spiel in deiner Nähe. Ja, schau, dass du sie in dem Moment auch irgendwie ein bisschen beschäftigst. Dann hat sie einen Vorteil, wenn sie nicht reingeht, weil sie dann mit dir beschäftigt ist und du sie belohnen kannst. Und die zwei Kleinen können machen. Also habe ich auch ganz oft, habe ich bei der Dori auch manchmal. Ne? Meine Hunde haben immer das Thema, die sind im Hundekindergarten und in der Hundeschule ja auch dafür da. Ja, wenn drei Hunde übereinander liegen, kommt halt auch mal irgendwas, irgendein Bein in die Rippe oder so. Die sind dafür da, mitzuhelfen und auszubremsen, aber sie müssen ja trotzdem die anderen Hunde agieren lassen. Ne? Und da muss man einfach dann so einen Mittelweg finden und sagen, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann geht bitte rein, es splittet, geht dazwischen. Die gehen ja auch dazwischen, wenn es Beißereien gibt. Aber ich kann auch mal sagen, nee, jetzt lass sie erst mal. Und so würde ich es bei der Luise machen. Der Clyde fordert die Bonnie so oft zum Spielen auf. Sie mag das aber so gar nicht. Er kapiert es aber nicht und wird dann mit seinen Aufforderungen immer lästiger, bis die Bonnie dann böse wird und es schon zweimal eskaliert ist. Es tut mir ja leid, weil er keinen Spielkumpel hat. Aber von Hundezonen halte ich Abstand und beim Training in der Hundeschule ist er ja immer an der Leine. Ja, aber, also ich kenne deine zwei ja. Wenn die Bonnie nicht spielen will, willst du halt nicht spielen. Und ja, das ist schade für ein Kleid, aber vielleicht, du hast ja jetzt auch was angefangen mit, nachdem du hier warst, Intensivtraining angefangen, dass du dort in die Hundeschule gehst, wo ihr wohnt. Vielleicht entwickelt sich da einfach was, ne? Die sind da im Training, aber vielleicht ist da irgendein Hund, wo du merkst, da ist Sympathie da oder zwischen dir und den Menschen ist Sympathie. Und dann trefft euch doch vielleicht einfach mal außerhalb der Hundeschule, vielleicht auf einem schönen eingezäunten Gelände. Vielleicht könnt ihr die Hundeschule nutzen. Also bei uns ist es ja so, dass man unser Gelände auch privat nutzen darf. Wenn man sagt, ich will mal den Hund rennen lassen, traue mich aber im freien Gelände nicht, weil ich nicht weiß mit Rückruf und so. Vielleicht könnt ihr da irgendwie was organisieren, dass er so einen Spielepartner hat,
mit dem er sich das, mit dem das funktionieren kann, mit dem er das ausleben kann, weil du kannst die Bonnie ja nicht zwingen. Und dann ist es auch okay, wenn er nervig wird, dass sie sagt, lass mich in Ruhe. Ja? Ja, es ist schade für den, der gern spielen will und der jung ist und der, na, seine Energie loswerden will. Aber wie gesagt, ihr gehört beide zu eurer Familie und ihr müsst beide im Blick haben. Und bei beiden einen Weg finden. Ja. Vielleicht findest du echt irgendwie so einen Spielekumpel, wo ihr sagt, ihr verabredet euch 2-3 Mal die Woche oder wenn es nur einmal die Woche ist am Anfang und wirklich erstmal eingezäuntes Gelände, vielleicht nicht zu viel Gelände, je weniger Platz, desto weniger kann da sich diese Dynamik so hochspielen. Anja, ich habe mich schon mit manchen verabredet und meine Hündin hat nicht mit ihnen gespielt, die mit der wir uns jetzt treffen wollen zum Spielen. Die treffen wir immer im Wald und dann macht sie schön an der Leine Spielaufforderung. Aber das Gefühl, die hat meine Hündin sich selber ausgesucht, darum klappt es. Die anderen hatte ich ausgesucht. Ja, genau. Wie bei Menschen, ne? Bei Menschenkindern. nicht wir entscheiden, mit wem das harmoniert, sondern der Hund, das Individuum. Ja. Aber sehr schön, genau. Sehr schön, dass ihr da jemanden gefunden habt. Die Harmonie muss zwischen den Hunden sprudeln, nicht zwischen den Menschen. Und wichtig ist auch immer, ich sage mal, wenn dann mal ein Problem zwischen Hunden ist, macht es nicht zu den Menschen Problemen. Also nur weil sich zwei Hunde mal kappeln, muss ich als Mensch mich ja nicht in die Wolle kriegen oder so. Wie ist, Annette, wie ist das, wenn sich 2 der 3 aus unserer Meute verbünden und gemeinsam hinter einem herrennen? Abbrechen? Ja, abbrechen. Habe ich auch manchmal das Thema, klar, ne? Windhunde, einer jagt irgendwas Kleines, Quietschendes, was davon rennt und alles hinterher. Abbrechen auf jeden Fall. Das wird dann schnell zum Mobbing. Ja, das wird schnell zum Mobbing und da würde ich auf jeden Fall abbrechen. Das ist immer die Gefahr mit dieser Gruppendynamik, ne? Dass die eine nach dem anderen mitziehen. Und da würde ich auf jeden Fall schauen, dass du das hinkriegst. Annette, du bist ja jetzt auch beim Spielekurs angemeldet. Da klappt, es gibt ein Spiel, das nennt sich Flipper. Also ich habe es Flipper genannt. Mit Flipper, wo ich immer wieder wegschieße und wieder kommen lasse und wegschieße und kommen lasse. Und da üben wir ganz, ganz spielerisch schon, ich sage es Schlachtruf, nenne ich immer, was nicht wie ein Rückruf funktioniert. Also das Ziel ist das gleiche, nämlich wenn der Schlachtruf kommt, kommen alle Hunde zu mir. Aber wir bauen es halt nicht wie einen Rückruf auf, sondern ganz anders. Das setzen wir so auf den Reflex im Hirn. Also es gibt ja Dinge, die kann ich so trainieren, dass der Hund nicht mehr nachdenkt. Hunde werten, die werten, was ist sinnvoller? Ich jag gerade einen Hund oder ich jag gerade ein Reh oder da gibt es gerade was Tolles zu fressen und da hinten ruft mein Mensch und der hat vielleicht eine Belohnung für mich. Aber wenn die so ins Werten kommen, dann stinken wir Menschen halt gegen ganz viel Interessantes aus der Umwelt ab. Und ich kann aber diesen Reflex im Hirn, also dass der Hund reflexartig reagiert und gar nicht mehr nachdenkt, kann man eben auch aufbauen. Und das machen wir mit diesem Schlachtruf. Und das wäre was, wo du zum Beispiel in dem Fall dann gut einsetzen könntest, weil ein normaler Rückruf wird bei sowas schwer funktionieren. Ein ganz anders im Hirn angelegter, positiver Ruf vielleicht eher. Na, also das ist in der... Ich glaube, in der Woche 2 oder 3, also erste Woche noch nicht, aber ich glaube, in Woche 3 ist das Inhalt der Flipper. So, Anja, ich kann es sehr schlecht einschätzen, ob mein unkassierter Rüde Milo ein Toller. Hast du die Fotos reingestellt von den Tollern, wo ich auch gleich gedacht habe, das sind Toller? Bei Hundebegegnungen mit Rüden, die genauso groß oder größer als er sind, seinen Stand wissen möchte oder ob das schon in Pöbelei einzusortieren ist. Er legt oft den Kopf auf die Schulter des anderen oder versucht hinten aufzureiten. Ich halte die Situation nicht aus und gehe dann weiter und er kommt dann nach kurzer Zeit nach. Freilauf, ne? Ist das jetzt, weil sonst könntest du ja nicht gehen. Mein kleiner Rüde gibt es Problem, der ist sehr lieb und macht sich auch kleiner und so weiter. Ja, das ist schon, also Kopf auflegen, das ist diese sogenannte T-Stellung. Da fixieren die den anderen Hund so ein bisschen, sagen, du bewegst dich jetzt hier nicht weg, ich bestimme, wann du wieder gehen darfst. Das ist so ein bisschen austesten.
Was darf ich, was darf ich nicht? Was kann ich nicht? Wenn er aber kommt, wenn du weitergehst, ist das schon mal sehr gut. Ja? Würde ich auch machen. Also ich würde sowas nicht zulassen. Schwierig ist immer, den Hund herauszurufen für beide Seiten. Also auch der gerade ausgebremst wird, den würde ich nie aus so einer Situation rausrufen, weil der andere Hund sagt ihm ja, beweg dich nicht, ich muss dich abchecken, ich muss abklären, wer du da bist. Und da kannst du deinen Hund nicht rausrufen, ne? Sonst hat er ja einen Gewissenskonflikt hoch 10, weil der andere Hund sagt ihm, nee, du bewegst dich nicht, und der eigene Mensch ruft ihn weg. Also immer auch aufpassen, aus welchen Situationen rufe ich meine Hunde raus. Wenn schon so weit ist, nie. Ich würde auch nie in einem Erstkontakt rausrufen. Also wenn ihr unterwegs seid und der Hund trifft einen anderen Hund, da würde ich nie rausrufen, weil da ist ja eine Kommunikation schon entstanden, wenn die sich schon getroffen haben. Wenn ich es vorher abfangen kann, super, muss natürlich der andere auch können. Daran hakt es ja meistens. Aber wenn schon mal ein Erstkontakt da ist, dann ist einfach weitergehen, ganz ruhig weitergehen und sagen, wirst schon irgendwann nachkommen, eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Stehen bleiben und auf die Situation glotzen ist auch sehr schlecht. ganz ruhig weitergehen ist da eigentlich immer ganz gut. Ja, also machst du es eigentlich instinktiv schon richtig, ne? Einfach ruhig weitergehen. Anna, also wenn Luise mittwochs bei mir ist, dann regle ich erstmal und rufe sie zu mir, solange alles okay ist. Genau. Genau. Einfach deiner Luise sagen, Jutta, lass sie spielen, lass sie kaspern, die sind jung, die wissen nicht, was sie, ich sage immer, die wissen nicht, was sie tun, lass sie doch in Ruhe. ja, genau. Susanne, Emma fordert oft zum Fangenspielen auf, indem sie in die entsprechende Körperhaltung einnimmt, also vorne nach unten gehen, genau, also diese Vorderkörpertiefstellung nennt sich das. und bellt ihr gegenüber an. Wie ist das, wenn ihr Wunschpartner nicht darauf eingehen möchte? Soll ich Emma dann lieber wegholen oder merkt sie dann selbst, dass der Hund nun gerade nicht mit ihr spielen möchte? Sie kann da manchmal schon hartnäckig sein. Kommt ein bisschen drauf an, wie der andere das sieht. Wenn den anderen das nicht stört, lass sie kläffen. Wenn du das Gefühl hast, der andere fühlt sich bedrängt durch die Kläfferei, dann hol sie weg. Genau. Dann geh hin zu ihr, geh dazwischen. Also dieses Splitten funktioniert ja immer ganz gut, wenn die Hunde eine gute Kommunikation zu uns Menschen und auch zu anderen Hunden haben. Splitten bedeutet, dass ein Hund oder ein Mensch zwischen zwei beteiligte Hunde durchläuft. Also da ein Hund und ein anderer Hund läuft da durch oder ihr Menschen lauft da durch. Das nennt sich Splitten. Und dann gehen die meistens auseinander. Nicht, wenn da schon irgendwie aggressiv sich angemacht wird, dann ist es zu spät. Aber wenn ich merke, da baut sich was auf, dann könnt ihr als Mensch auch total gut splitten. Und ihr splittet so, dass ihr euren Hund so ein bisschen mitnehmt sozusagen. Und ganz viele gut sozialisierte Hunde splitten auch. Also mein Aragon ist so ein Splitter, der Pepe splittet viel. Ich splitte auf dem Hundeplatz viel, das merken die Leute oft gar nicht. Aber ich laufe dann ganz bewusst zwischen zwei Hunden durch, um da einfach mal wieder in Ruhe reinzukriegen. Das kannst du zum Beispiel da machen, ne? Ja. Ja, sie tut schon, als ob sie losrennen will und guckt mich dann an und wartet aufs Leckerli. Jutta, dann hat sie dich vielleicht auch so ein bisschen erzogen, indem sie sagt, wenn du mir jetzt kein Leckerli gibst, dann gehe ich zu den zwei Kleinen. Aber es ist nicht schlimm. Alexandra muss leider früher aussteigen. Vielen Dank für den wirklich interessanten Vortrag. Allen noch ein gutes und vor allem gesundes. Ja, danke auch. Alexandra, es gibt ja eine Aufzeichnung, das heißt, du kannst gerne den Rest dann ja auch später schauen. Aufzeichnungen gibt es immer beim Webplausch, damit man nachhören kann. Sarah Sophie, Juno scheint aber auch ganz oft Mayas Windhundkörperhaltung nicht richtig zu verstehen, da Maya sich viel steifer und stacksicher verhält. Manchmal streckt Maya ihren Oberkörper runter zum Dehnen und Juno denkt direkt, hey, wo machen dann auch rein? Und ja, genau. Und zack, spielen. Maya guckt dann immer Hilfe suchen zu mir, die Arme. Ja, unterschiedliche Rassen müssen sich auch, es ist wie wenn man unterschiedliche Sprachen spricht, ne? Müssen sich ja auch erstmal so annähern und verstehen. Und ja, ich habe gerade wieder den Anubis bei mir. Ich weiß nicht, Alex und Sabrina, ob ihr zuhört, aber der Anubis ist bei mir auf Pension. Der ist allerdings jetzt gerade im anderen Raum, weil der noch mit der Tipsy, ein kleiner Mini-Aussie, noch rumkaspern wollte. Und das ist halt auch ne französische Bulldogge, stackst durch die Gegend, schnorchelt, zwar nicht so schlimm wie viele andere, aber schnorchelt halt trotzdem, stackst, hat sehr helle Augen, also wirkt bei anderen Hunden wie anglotzen. Den, wenn keiner kennt, die müssen sich auch erstmal annähern. Wenn man weiß, dass er halt so ist, wie er ist,
ne, mit den Hunden ist überhaupt kein Thema und manche müssen sich da erst ein bisschen annähern. Daniela, ich finde es schwierig, bei meinen Border Collies Anschleichen und Hüten gut zu unterscheiden. Ich bin da sehr vorsichtig und dann binde die schnell, weil andere Hunde dabei sind. Kirin und Dian schleichen sich manchmal, glaubst du, wirklich an, um dann in die entgegengesetzte Richtung davon zu sprinten. Ja, das kann auch sein, ne? Dieses Anschleichen einfach nur so und tschüss, so als Einstimmung in dieses Wegrennen. Also generell würde ich sagen, ja, wenn ich es nicht wirklich einschätzen kann, 100%, dann lieber 20.000 Mal zu früh also unterbunden oder zu früh eingeschritten wie einmal zu spät. Ja, das Thema ist halt, man sieht halt echt schlecht, ob die wirklich anstarren oder ob die so leicht an der Seite vorbeistarren. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Lieber mal schneller unterbunden als zu lang laufen lassen. Würde ich genauso sehen. Gabriele, haben sich schon einige angeboten, aber ich traue mich da nicht so ganz drüber ohne kompetente Trainerin. Hab Sorge, dass der Kleid sich dann nicht gut benimmt. Er hat ja bei deinen Hunden auch versucht zu schnappen. Spazieren waren wir schon mit einigen, aber spielen hat sich noch nicht ergeben. Ja, ja, verstehe ich dich vollkommen. Er hat zwar abgeschnappt, er hat hingeschnappt, aber es ist ja nicht wirklich was passiert, ne? Ich würde, wenn du irgendwann mal so weit bist, das den Leuten halt auch vorher klipp und klar sagen, du bist dir unsicher, es kann passieren, dass er schnappt, weißt du, dass sie einfach auch vorbereitet sind, dann können die auch sagen, mein eigener Hund kann das aushalten oder nicht. So wie ich damals, wie du bei mir warst, ich sage, meine Hunde können damit umgehen, die wissen sich dann da zu verhalten, ich weiß mich dann da zu verhalten, wenn das gegeben ist, ja, ne? Aber gib dir einfach dann noch ein bisschen Zeit, lern das einfach noch ein bisschen besser kennen. Also die anderen Hunde noch ein bisschen der Kleid, noch ein bisschen die anderen Hunde kennen. Und du bist ja dieses Jahr auch wieder da. Na, so viel ich weiß, jetzt nicht, wann du dich angemeldet hast, aber bei irgendwelchen Intensivtagen bist du ja wieder dabei. Dann gucke ich mir das gerne auch nochmal an. Und dann können wir wieder mit meinen das auf jeden Fall machen. Karin, wie sieht es aus bei Spiel zwischen Kleinhunderassen und größeren Hunden? Ich würde zum Beispiel mein Zwergpudelchen, 8 Monate alt, ca. 2,5 Kilo, eher nicht mit viel größeren Hunden spielen lassen, selbst wenn sie vorsichtig sind und sie nicht gleich überrennen, weil ich Angst habe, dass die Kleine dabei verletzt wird. Die Gefahr hast du natürlich immer, aber es kann auch zwischen zwei kleinen Hunden irgendwas ganz Blödes passieren. Wenn ein größerer Hund Kleine gewohnt ist, also wir haben ja auch Luise, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, ist ein Landseher und da laufen aber auch Chihuahuas zum Beispiel mit rum. Also wir haben auch Doggen und gleichzeitig irgendwie ein Zwergpudel dazwischen oder so, das haben wir auch. Wenn die großen Hunde gewohnt sind, mit Kleinen umzugehen, passiert da eigentlich selten was, außer es ist halt ein dummer Zufall, aber der kann dir in einer anderen Situation auch passieren. Aber normalerweise sind solche Hunde wirklich extrem vorsichtig und auch sehr geübt im Umgang mit kleinen Hunden. Wenn es ein größerer Hund nicht ist und wenn das ein sehr stürmischer Hund ist, dann natürlich, dann würde ich das auch nicht machen, weil der braucht ihn bloß mit der Pfote blöd erwischen. Ja, also da wäre ich auch vorsichtig tatsächlich. Wir haben hier in unseren Spielstunden, wir trennen zwischen groß und klein. Wir haben auch einen extra Zwergenalarm, wo nur kleine Hunde hin können. Also es ist gerade auch für die Besitzer immer eine Beruhigung, wenn sie wissen, es sind halt nur kleinere da. Das haben wir auch. Wir haben aber auch kleine Hunde, also heute in der großen Spielstunde, mit den großen Hunden waren auch unsere zwei kleinen Yorkies von der Heidi, die ja auch zuhört, auch dazwischen, weil die von Anfang an hier in die Welpenstunde gegangen sind, von Anfang an hier auch mit größeren Hunden Kontakt hatten, auch die großen Hunde, die kleinen kennen. Da ist es eigentlich wirklich so, dass die gut miteinander klarkommen, aber bei irgendwelchen Hunden, wo ich es nicht weiß und nicht einschätzen kann, würde ich es auch nicht machen. Da ist deine Angst schon berechtigt, weil das muss der andere Hund auch gar nicht böse meinen. Ne? Also auch ein großer Hund, der einfach vorbeiläuft, kann den mit der Pfote blöd erwischen oder sich im Spiel blöd draufrollen oder so. Das schon, ja. Das schreibt die Anna ja auch gerade. Ne? Die Anna hat eben auch zwei Chihuahuas, die oft mit da sind, die mit meinen Windhunden total
Ja, da meinst du, das sind eigene Windhunde, weil die da total mit dabei sind und auch sich jagen lassen oder hinterherhetzen. Die sind es aber von Anfang an so gewohnt und meine Hunde sind es auch von Anfang an so gewohnt. Im Mai bist du dabei. Na, das ist ja gar nicht mehr so lang, Gabriele. Ich freue mich auch total, euch alle wiederzusehen. gerne, Anja, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, Aufzeichnung kannst du gerne den Rest schauen. Ich komme nämlich noch zu den wichtigen Sachen, was das Spiel mit uns Menschen betrifft, was ich ganz, ganz wichtig finde. Anja, meine Hündin sind kleine Suspekt, je größer, je besser, aber mindestens so groß wie sie. Ich glaube, sie sucht auch Schutz bei Großen. Ja, kann auch sein. Oder sie fühlt sich ein, also meine Kara, die leider schon gestorben ist, je größer, desto besser. Also mit großen Rüden. Das waren die besten Spielpartner. Das waren auch ein Galgo-Mix, ein bisschen kräftigerer Galgo, sag ich mal. Aber je größer, desto besser. Ja, da konnte die sich körperlich so richtig austoben, was sie halt bei anderen nicht so gemacht hat, weil sie da einfach Rücksicht genommen hat. Yvonne, meine Border Collie-Hündin will beim ersten Kontakt mit einem neuen Hund immer erstmal bestimmen und es ist meist nicht sehr freundlich. Da heißt, sie schnappt mal ab, aber danach ist es oft okay. Und es gibt oft eine der Rennspiele, wo sie mal der Hase ist oder der andere Hund. Die Situation bezieht sich auf den Freilauf. Wie schaffe ich es, dass der Erstkontakt netter bzw. neutraler abläuft? Sie läuft bordertypisch schon weit, hat aber einen sehr guten Gehorsam, Rückruf beim Hund kein Problem. Das ist so schade mit der ersten Reaktion. Ja, vor allem ist es halt, je nachdem, auf welchen Hund sie trifft, ne? Also es kann ja für einen anderen Hund auch sehr einschüchternd sein. Gut, wenn sich dann so ein Rennspiel oder sowas ergibt. Man muss halt auch sagen, also schaut wirklich immer so auf Beschwichtigungssignale auch bei den Hunden. Na, die nähern sich dann schon teilweise an, aber wenn ein Hund erstmal beschwichtigt, würde ich erstmal gucken, dass der andere nicht noch mehr Dynamik reinkriegt. Übrigens kann, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, aber auch ganz wichtig für euch zu wissen, Spielerforderung, also diese Vorderkörpertiefstellung, die kann in einem gewissen Kontext auch eine Beschwichtigung sein. Also es gibt Hunde, die beschwichtigen, indem sie Spielerforderungen machen, weil sie dadurch einfach die Energie so ein bisschen umleiten. Ja, also Vorderkörpertiefstellung ist nicht immer wirklich Spielerforderung. In bestimmten Kontexten kann es auch Beschwichtigung sein. Es entwickelt sich dann meistens Spiel draus. Das will ja der Hund, der das macht, aber der will es nicht, weil er in dem Moment spielen will, sondern weil er die Situation entspannen will. Auch wichtig, einfach zu wissen und zu beobachten, wenn die Hunde untereinander Kontakt haben. Und im Online-Kurs, also alle, die dabei sind, ab Sonntag, ihr kriegt am Sonntag nicht nur die ersten zwei Videos und den ersten Text, sondern ihr bekommt auch einen Fragebogen, den ihr ausfüllen dürft, und zwar für jeden Hund einzeln, für die, die mehrere Hunde haben, wo wir wirklich mal drüber gucken, wie spielt mein Hund, wie, von wem geht der Kontakt aus, wie oft geht der Blickkontakt zu dir. Was macht dein Hund, wenn der andere Hund aufhört zu spielen? Also da gehen wir wirklich so ein paar Fragen durch, dass ihr euch da mal intensiv Gedanken macht und mal intensiv beobachtet vor allem. Man erkennt da mehr, wie wenn man einfach nur so zuschaut, wenn man so eine Frage hat und sagt, okay, das muss ich jetzt die nächsten, mein Hund spielt 10 Minuten mit einem anderen Hund, wir treffen uns irgendwo und ich gehe jetzt wirklich mal die Fragen durch und schreibe mir dazu auf, was ich sehe. Und nach dem Kurs dürft ihr dieselbe nochmal, dieselben Fragen nochmal, um zu gucken, ob sich da was geändert hat. Na, jetzt gerade auch in Bezug auf euch Menschen. Denn wenn mein Hund spielt mit dem anderen Hund und ich bin als Mensch total ausgeblendet, ist es ja auch nicht wirklich okay. Ja, der Hund soll ja trotzdem irgendwo Kontakt zu seiner Familie, zu seinem Mensch halten und mitkriegen, wenn ihr ihm was mitteilen wollt. Weil nur dann könnt ihr auch stoppen. Nur dann könnt ihr euren Hund auch mal rausrufen, wenn es brenzlig wird. Und nur dann könnt ihr eurem Hund Signale, auch Sicherheit und so weiter vermitteln, wenn der mit euch in Kontakt bleibt. auch wenn er ins losgelöste Spiel geht. So, jetzt aber zu deiner Frage. Also, ich lese noch mal kurz. Also, du, der Erstkontakt ist nicht so freundlich, sagst du. Höre ich oder sehe ich ja auch oft, ne, dass erstmal hingeblafft wird, um zu gucken. Also es machen Hunde ja einfach so, um die Reaktion vom anderen so ein bisschen rauszufordern und daran erkennen die dann, mit dem kann ich spielen oder mit dem kann ich nicht spielen. Der ist okay oder der ist nicht okay. Ist aber nicht schön. Ja? Kannst du vielleicht ein Kommando langsam zum Beispiel aufbauen mit deinem Hund, dass sie einfach lernt, langsam hinzugehen?
dass sie lernt, nicht vorne reinzuknallen, sondern vielleicht von hinten ranzugehen. Also so begrüßen sich ja Hunde, die schnüffeln ja eigentlich normal erstmal hinten, drehen sich dann oft so ein bisschen im Kreis. Ne? Habe ich letztens auch erwähnt, im Uhrzeigersinn, wenn der Erstkontakt ist, ist es immer freundlicher wie gegen Uhrzeigersinn. Gegen Uhrzeigersinn ist immer ein bisschen mehr Anspannung drin, im Uhrzeigersinn ist immer eher locker. Also auch auf das kann man gucken, wenn so Erstkontakte da sind. Aber ich würde deinem Hund wirklich, ich würde das kontrolliert machen. Entweder du holst sie nochmal zu dir und der andere Hund darf zu euch kommen, wenn der andere Hund es möchte, muss man immer dazu sagen. Also nicht, dass deine einfach hinschießt, sondern wenn die gut im Gehorsam ist, dann holt sie, bevor sie bei dem anderen Hund ist, her, klären wir den anderen Leuten ab, kommt ihr zu uns, mein Hund soll hier warten oder ihr geht langsam gemeinsam dahin, aber nehmt sie aus dieser Dynamik raus, dass sie dahin rennt, weil das machen halt viele Hunde, dass sie erstmal reinblasen, um einfach abzuchecken, was macht denn der andere Hund, wenn ich so bin. Und daran erkennen die dann, was gespielt werden kann. Also ich würde da wirklich tatsächlich deine Hündin ein bisschen rausbremsen. Wenn sie ein Stoppsignal kennt, kannst du auch ein Stoppsignal setzen, zum Beispiel bevor sie beim anderen Hund ist und gehst dann zu deiner Hündin hin und ihr geht gemeinsam dahin. Am einfachsten wäre es, wenn du den anderen Hund zu deiner Hündin lassen könntest, wenn das für den anderen okay ist. Das wäre eigentlich so das Einfachste. Ne? Zu sagen, mein Hund kann den ersten Kontakt schwer ab, der ist zu heftig im ersten Kontakt, ihr nehmt Kontakt zu uns auf und nicht umgekehrt. Und dann kann man spielen lassen. Das wäre jetzt mein Gedanke dazu, zu gucken, das so ein bisschen zu managen. Na, im Prinzip ist es erstmal Management, aber aus diesem Management lernt dein Hund ja, okay, Kontakt ist in Ordnung, aber halt ruhiger Kontakt. Aber Management ist ja immer so mal das Erste, wo man einsteigt eigentlich bei solchen Sachen. Genau, jetzt ist gerade keine Frage mehr da, dann kann ich euch kurz das sagen, was mir ganz, ganz wichtig ist, nämlich Spielen hat keine Regeln. Das heißt, da darf der Hund auch übertreiben, da darf der auch laut werden, da darf der auch knurren. Es gibt dieses sogenannte Spielknurren, das hat nichts mit einem, also Knurren ist ja immer Kommunikation, aber hat nichts mit diesem Knurren im Sinne von ich warne dich, ich möchte das jetzt nicht, mir ist unwohl. Knurren ist nicht Aggression, ganz wichtig für alle zu wissen. Knurren ist immer zum Deeskalieren da, nämlich die Situation ist für mich doof. Ich kann mit der Situation nicht umgehen, dafür ist Knurren da. Aber im Spiel ist es dieses sogenannte Spielknurren. Ja, da darf es auch mal angerempelt werden, da darf auch mal gezwickt werden. Beißhemmung spielt im Spiel ja eine große Rolle. Es wird nie wirklich gebissen, aber da darf ich schon mal auch mal irgendwo rein und mal irgendwo ziehen, ja, weil es einfach keine Regeln gibt. Wenn Hunde untereinander spielen. So, jetzt wenn wir Menschen mit den Hunden spielen, wollen wir auf einmal Regeln aufstellen. Na, der darf nicht zwicken, der darf nicht rempeln, der pöbelt, ich spiele nicht mehr mit dir. Der muss erst sitzen, der muss erst warten. Wenn wir es genau nehmen, also bei meinen im Adventskalender hieß es auch Adventsspiele na, oder Spiele. Wir nennen das Spiele. Wir nennen auch ein Intelligenzspiel Spiel, wenn wir irgendwie diese Holzspiele, wo sie irgendwas aufklappen müssen oder so. Das nennen wir ja auch Spiel. Das ist so für uns Menschen der Begriff Spiel. Aus Hundesicht ist das kein Spiel. Aus Hundesicht ist es Lernen. Aus Hundesicht ist, wenn ich einen Ball werf, was ich ja eh nicht tun sollte. Ihr wisst vielleicht alle das böse Dopamin. Ne? Ballwerfen macht süchtig. Wenn Dopamin ausgeschüttet wird, deswegen nennt man es ja auch Ball-Junkies, also dieses ziellose, ich power meinen Hund aus, indem ich ständig einen Ball werfe und der mir den wieder vor die Füße schmeißt und ich werfe ihn gleich wieder. Das ist kein Spiel. Das ist ein Auspowern, das aber süchtig machen kann. Und jetzt komme ich wieder von einem zum anderen, aber so bin ich, wenn ich rede. wenn ihr überlegt, wo hat der Hund seinen Erfolg, wenn ihr Bällchen schmeißt, ist nichts gegen ab und zu mal zu sagen, wenn der Hund nicht hochdreht. Aber bei einem süchtigen Hund muss man echt aufpassen, also wenn es in so ein süchtiges Verhalten geht. Wo hat der Hund seinen Erfolg? Immer gucken, der Erfolg, wenn ich Bindung aufbauen will, wenn ich eine Beziehung, wenn ich die soziale Interaktion fördern will, wenn es ein Sozialspiel sein soll, dann muss der Erfolg bei mir sein, in meinem Umfeld, mit mir zusammen. Wo hat der Hund seinen Erfolg, wenn ich ein Bällchen schmeiße?
da, wo er das Bällchen findet, also weg von mir. Ne? Nur so als Gedanke wieder, was Bällchenspiele eigentlich sind, keine Spiele. Im Gegenteil, man wirft so ein bisschen was von sich weg auch. Ja, Regeln. Also, wenn ich zum Beispiel meinem Hund, wenn ich denke, ich will mit meinem Hund was spielen, aber er muss vorher warten. Ich gebe ihm vorher ein Sitzkommando, ich gebe ihm ein Platzkommando, ich gebe ihm ein Wartekommando und dann wird gezagelt oder so, dann ist der Hund im Lernbereich. Dann ist es vielleicht Impulskontrolle üben, dann ist es vielleicht sich zurücknehmen üben, Impulskontrolle, Frust aushalten üben. Na, dann ist es das, dann ist es Lernbereich, dann ist es kein Spiel, obwohl ich als Mensch vielleicht denke, es ist Spiel. Aber aus Hundesicht ist es kein Spiel. Das heißt, wenn ich wirklich aktiv mit meinem Hund spielen möchte, sodass er das als Spiel wertet und dass wir vom Lernen her eben in dieses anders abgespeichert kommen, was ich vorhin mit diesem Flipperspiel zum Beispiel gesagt habe, ne? Dass es nicht im Lernbereich angesiedelt ist im Hirn, sondern ganz woanders in den Emotionen, weil es Spaß macht, weil ich mit meinem Mensch zusammen agiere, dasselbe Ziel hat, aber anders im Gehirn fixiert ist, muss ich eben gucken, dass ich ohne Signale spiele, ohne wirkliche Regeln spiele, ohne Grenzen zu setzen spiele. Das mache ich spielerisch trotzdem. Also der Spielekurs, der jetzt am Sonntag startet, ist genau darauf ausgerichtet. Es sind alle Spiele, die Rückruf beinhalten, die Warten können beinhalten, die Sitzplatz bleib beinhalten, die bei Fußlaufen beinhalten, die Leinenführigkeit beinhalten. Aber es ist für den Hund kein Lernbereich, sondern dieser positive emotionale Bereich. Und da müsst ihr gucken. Also viele sagen, ich spiele ganz viel mit meinem Hund. Und wenn man genau drüber schaut, ist es für den Hund nicht wirklich Spiel. Es macht ihm trotzdem Spaß. Jedem Hund macht Spaß oder den meisten Hunden macht Spaß, mit den Menschen zu agieren. Wenn man das noch auch sehr positiv macht mit Markertraining und allem drum und dran, dann ist es immer positiv natürlich. Da zieht der Hund deswegen trotzdem seinen Nutzen raus. Aber es kann passieren, dass im Ernstfall es trotzdem nicht greift, weil andere Reize überlagern. Und wenn wir sehr spielerisch aufbauen und sehr spielerisch mit unseren Hunden umgehen, ist diese Gefühlslage beim Hund eine andere. Es gibt, weil wir vorhin die Webplausche angesprochen haben, es gibt auch einen über Tricks, wie man Tricks zum Beispiel strategisch nutzen kann. Das hat so denselben Hintergrund. Wenn ich mit meinem Hund Tricks aufbaue, dann bin ich ganz anders gestimmt, dann ist es lustig, dann haben wir Spaß miteinander, da freue ich mich über jeden kleinen Fortschritt, weil es muss ja nicht unbedingt gleich klappen. Leinenführigkeit muss klappen und Rückruf muss klappen, aber Tricks sind so, schon halt einfach lockerer, lustiger. Und dann kann man zum Beispiel einen Trick auch in Situationen nutzen, wo der Hund ängstlich wird, wo er unsicher wird, wo ich ihn wo rausholen will. Da greift ein Trick, der positiv und lustig aufgebaut ist, im Hirn halt ganz anders wie normales Training. Und deswegen, wenn ihr mit eurem Hund spielt, achtet drauf, dass es keine Regeln gibt, wenn es wirkliches Spiel für den Hund sein soll. Ich kann genauso, wie es die Hundemutter macht, wenn der Welpe mich beißt, was die halt gerne machen, ne? Beißhemmung muss ja erst trainiert werden, gelernt werden, kann ich meinem Hund auch sagen, du, das tut weh. Ja, aber es ist immer eine Frage, wie genau mache ich das? Und wie mache ich es auch so, dass es für den Hund verständlich ist? Weil ganz oft agieren wir so, dass es der Hund nicht versteht. Und wenn es nicht versteht, habe ich keinen dauerhaften Erfolg für spätere Situationen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir waren. Yvonne, deine Frage habe ich beantwortet. Gabi, Milos Hundekumpel reitet während dem Spielen immer wieder bei Milo auf. Wir unterbrechen dies immer sofort. Er macht das schon seit längerem und anscheinend nur bei Milo. Beide sind intakt und knapp 2 Jahre alt. Hört das irgendwann mal auf? Das müsste ich jetzt sehen, um tatsächlich sagen zu können, was ist dieses spielerische Aufreiten? Also welchen Hintergrund hat dieses spielerische Aufreiten? Hört das irgendwann mal auf, wenn es der Hintergrund ist, dass dein Hund sehr attraktiv, also wenn wirklich der Sexualtrieb angeknipst wird, was ja auch unter Rüden tatsächlich oft ist,
dann wird es wahrscheinlich nicht aufhören. Wenn es jetzt diese spielerische Phase ist, Rivalitäten auszukaspern, da wird halt wirklich im Spiel auch oft aufgeritten, dann hört es irgendwann mal auf, wenn sie erwachsen werden, wenn sie einfach ein bisschen klarer im Kopf werden. Mit 2 Jahren sind die nicht klar im Kopf, zumal wenn sie intakt sind und irgendwo ganz viel drumherum passiert. Da kann ein Hund nicht wirklich so klar denken. Also es geht Richtung Erwachsensein und Erwachsenwerden, aber 2 Jahre und intakter Rüde, da passiert da oben noch nicht so alles in den Bahnen, wie es bei Erwachsenen passiert. Also na, wenn das der Grund ist, wenn das nur bei Milo macht, machen es andere Hunde, schreib mir mal kurz, ob es andere Hunde bei Milo auch machen oder ob es speziell nur dieser eine Hund macht. Also dann kann da irgendwie eine Verknüpfung sein zwischen den beiden, die halt da wirklich bei dem, der aufreitet, was anknipst. Und dann ist wieder die Frage, wie reagiert dann Milo drauf? Ist dem das egal? Es gibt auch Rüden, denen ist es egal. Die finden das noch lustig. Wir haben manchmal welche, wo es dann wirklich gegenseitig der eine auf dem anderen und umgekehrt, da kann man es auch mal laufen lassen. Weil dann ist es einfach eine spielerische Absicht. Oder ist es nur bei der Milo, machen es andere Hunde auch? Oder hat der andere Hund Stress, wenn er mit der Milo? Also auch wenn ihr denkt, es sind Hundekumpel, vielleicht gibt es da trotzdem irgendwas zwischen den beiden, was nicht ausgesprochen ist und es ist Stress und dann kann es auch der Stress sein, weswegen er aufreitet. Dieses Aufreiten ist halt wirklich, also habe ich vorhin schon gesagt, in den wenigsten Fällen wirklich dominant. Ganz oft Stressabbau, ganz oft Spiel. So, ich lese kurz weiter. Claudia, Spielen lernen ist mein Grund für die Kursbuchung. Ich habe da echt Loslassenpotenzial. Sehr schön. Genau, und wir lernen auch in dem Kurs, wie man zum Beispiel Spielzeug schmackhaft macht. Ne? Weil ich ja auch immer höre, ja, mein Hund spielt halt nicht und ich kann dem Spielzeug geben ohne Ende. Wir lernen auch, es gibt ein Video, wie man Spielzeug so richtig, richtig toll und schmackhaft machen kann, dass auch Hunde, die da sehr zögerlich sind, Spaß dran kriegen. Ja. Echt loslassen, Potenzial loslassen können. Genau. Wichtig. Unsere Hunde lieben uns dafür, wenn wir das können, wenn wir wirklich so spielen können. Das ist so eine tiefe Beziehung, so eine tiefe Bindung. Beziehung haben wir immer, aber so eine tiefe Bindung, die sich da auch fördern lässt, wenn wir uns auf dieses Spiel mit den Hunden einlassen, wie es eben der Hund als Spiel definiert. Es gibt Solitärspiele und es gibt Sozialspiele. Solitärspiele sind die, die der Hund alleine für sich macht. Also es gibt ja oft Hunde, die, also Pina, ich sage oft ganz oft Pina, aber Pina ist für vieles ein Beispiel, für Gutes und Schlechtes, wenn die einen Zergel hat oder ein Stecken oder einen Apfel oder sonst was. Die kann so schön mit sich alleine spielen. Da wird er in die Luft geworfen, wieder gefangen, dann wird mit dem gerannt, dann verliert sie ihn irgendwo, dann rennt sie eine Runde und findet ihn wieder. Na, solche Solitärspiele sind total super, aber diese Sozialspiele sind halt das, was dann auch auf einer anderen Ebene nochmal diese Bindung fördert und dieses Miteinander auch fördert. Also dieses, wir sehen uns als Familie, wir sehen uns als Gruppe und gerade bei Mehrhundehaltern ist ja Spielen oft schwierig, wenn die unterschiedlichen Ansätze da sind. Die einen wollen eher das, die anderen wollen eher das oder es gibt Rivalitäten dann, wenn es um Futter geht oder so. Und ich kann aber über Spiel so einfach diese Harmonie auch fördern. Sagen, wir sind eine Familie und da kann man auch mal gemeinsam spielen. Und wenn ich, wenn eine erwachsene Familie, also eine Menschenfamilie spielt, dann spielt Mama Mensch ärgere nicht, was dem Sohn besser gefällt. Und dann spielt Mama, was weiß ich, so viel Pursuit oder was, was der Tochter besser spielt. Und die anderen spielen trotzdem mit, weil es einfach ein Familienereignis ist. Und das förderst du halt auch, wenn du viel spielst. Sarah ist auch wieder dabei, genau. Ich freue mich riesig auf den Spielekurs. Meine Hoffnung ist, dass Frau Galgo durch die emotionale Ebene aufmerksamer und ansprechbarer bei mir ist, wenn wir draußen sind. Wir haben hier so viele Katzen, die mittlerweile nur noch suchen draußen. Ja, ich glaube, da können wir ganz gut was tun. Der geht ja nur 4 Wochen. Der andere Kurs war ja 8 Wochen. Der ist noch ein bisschen intensiver. Aber in den 4 Wochen wird sich viel tun. Ich verspreche es euch. Gabi, ich muss mich leider schon verabschieden. Schau mir die Aufzeichnung. Vielen Dank. Gerne, Gabi. Euch, dir auch einen schönen Abend. Nein, nur der eine Hund, Gabi. Okay. Dann kann es auch nicht sein, dass dein Hund besonders gut riecht. Es gibt ja so, sind meistens Frühkastraten, die einfach so einen ganz besonderen Duft haben, wo viele Hunde drauf anspringen. Dann ist es auch nicht. Was macht dein Hund, wenn der andere Hund aufsteigt? Ist es ihm egal? Dann lass es auch mal laufen.
dann wird es vielleicht irgendwann mal nicht mehr so spannend. Na, es kann ja auch sein, dadurch, dass ihr es immer wieder unterbrecht, was ich verstehen kann. Also wenn es deinem Hund unangenehm ist, dann auf jeden Fall unterbrechen, ganz klar. Wenn du jetzt aber sagst, dem ist es eigentlich egal, dann kann man es auch mal laufen lassen, weil es einfach irgendwann vielleicht nicht mehr lustig und spannend ist. So ist es halt immer wieder der Ansatz. Ja, es macht Spaß, macht Spaß, macht Spaß. Aber wenn man es mal ausleben durfte, dann ist es irgendwann nicht mehr spannend. Na, aber wirklich nur, wenn dein Hund kein Thema damit hat. Wichtig. Coco und Emma strahlen so richtig, wenn ich mit ihnen Hundeart spiele. Coco packt mich dann zum Beispiel am Arm, so wie ihr Emma am Hals oder Bein packen würde. Wir haben dann oft einen richtigen Knoten drin. Ja, ich kugel auch ganz oft mit meinen Hunden auf dem Boden rum. Und ihr müsst mal gucken, was euer Hund macht, wenn ihr eine Vorderkörper-Tiefstellung macht, also wenn ihr diese Spielaufforderung macht bei eurem Hund. Manche sind da total, oh, was ist mit Frauchen los? Jetzt spinnt sie aber doch komplett. Und manche finden es so lustig, wenn wir selber diese Spielaufforderungen machen, die die sonst machen. Auch ein Teil vom Kurs ist dieses Pacing and Leading. Also das sprechen wir auch im Kurs an, dieses Führen und Spiegeln. Also ich spiegel Verhalten von meinem Hund und darüber kriege ich eine Führung des Hundes hin. Darüber kann ich meinen Hund aus Situationen rausführen. Darüber kann ich meinen Hund ansprechbar machen in Situationen, wo sonst vielleicht nichts greift. Das ist dieses Pacing and Leading, also Spiegeln und Führen. Werden wir zum Beispiel auch im Kurs ansprechen. Und das macht den Hunden so Spaß, ne? Oder wenn mein Hund mich anrempelt und dann rempel ich ihn an und dann rempelt er mich wieder an. Und dann, das ist wirklich spielerisch gesehen nicht schlimm. Und deswegen rempelt er mich im Alltag nicht an und hat genauso Respekt und ist genauso vorsichtig im normalen Alltag, wie er sonst auch ist. Das kann ich nicht durch solche Spiele in eine andere Bahn bringen. Im Gegenteil, ich kann andere Dinge, die mir im Alltag nicht so gefallen, über diese Spiele einfach total gut umlenken. Also einfach die Energien und so in eine andere Richtung lenken. Die Jutta ist ja auch dabei, genau. Geht genauso gespannt auf die Spiele, ja. Wir fangen ja mit Futterspielen an, weil das ist, wo es die meisten, was die meisten kennen oder wo ich die meisten Hunde einfach catchen kann. Aber es gibt auch Hunde, die über Futter nicht so motiviert sind oder sich nicht so motivieren lassen. Und deswegen werden wir das Thema Spielzeug natürlich genauso mit drin haben und eben auch, wie kann ich das schmackhaft machen und auf was achte ich da einfach. Ja. Und wir sind halt die Motivation, ne? Nicht der andere Hund, nicht das Spielzeug, nicht der Stecken, der da irgendwo rumliegt, nicht der Ball, nicht, was weiß ich. Ferkel oder sonst was, sondern wir sind die Motivation zu spielen. Das, was wir dazu nutzen, ist sekundär. Das brauchen wir vielleicht, wenn wir mit Futter, mit Spielzeug und so weiter. Ne? Das ist für die Motivation schon wichtig, aber wir sind der Hauptgrund, warum der Hund gern spielen möchte. Und das ist wieder dieses mit dem Ball. Ne? Wenn mein Hund nur auf den Ball fixiert ist und mich als Mensch ausblendet, was lernt er denn dann? Ich power ihn vielleicht aus und ich habe abends einen Hund, der auf dem Sofa liegt und schläft, weil ich ihn ausgepowert habe. Aber was macht es mit mir als Mensch in den Augen meines Hundes? Ich bin nicht wichtig. Doch, doch, ich bin wichtig. Ich bin Ballwurfmaschine. Ja, aber durch die Spiele, wie wir es machen werden, rücken wir halt wirklich in den Mittelpunkt. Wir sind der Auslöser, wir sind der Hauptgrund, warum gespielt wird und nicht das, was wir dazu nutzen. Sarah, Sophie, ich gehe total gerne langsam mit Spannung auf Schuhen. So genau, mache ich auch gerne. Und das ist auch eins von den Spielen, so dieses Jagdspiel anschieben. Fixiere sie, entweder sie macht den Playbow meistens oder ich mache ihn und dann geht's ab. Wir pöbeln, knurren und balgen und dann immer durch den Garten. Ach, super. Das liebe ich auch mit meinen Hunden. Ich bin halt einfach viel zu langsam für die Windhunde. Und je älter ich werde, desto schwieriger wird es. Ich bin echt einfach viel zu langsam. Aber wir lieben das auch. Ja. Also Rennjagdspiele, Beutespiele, ne, das ist alles Inhalt. Spielkombinationen sind deswegen wichtig, weil ich Energie in was Ruhiges umleiten kann und dann wieder in Energie und wieder in was Ruhiges. Auch das ist was für den Kurs, was für den Alltag wichtig ist, ne? Dass ich einen Hund auch aus einer hohen Erregungslage mal wieder runterkriegen kann. Und dann vielleicht wieder wegen Dynamik reinkriegen kann, aber dann auch wieder runterkriegen kann. Deswegen sind so Spielkombis auch ganz wichtig.
Elli, ich habe den Kurs letztes Jahr gemacht. Genau, letztes Jahr, Januar 2022, ne, habe ich ihn das erste Mal gemacht. Da warst du dabei. Der ist super, danke. Selbst mein alter 11 Jahre Hund, der sonst nicht mehr spielen wollte, fing wieder an zum Spielen. Wir spielen heute noch zusammen. Sehr schön, Elli. Es freut mich total, dass du das reinschreibst und dass es auch wirklich so ist, dass es nachhaltig bei euch ist. Und es ist so super, wenn Hunde, die älter sind, die eigentlich aufgegeben haben zu spielen. Oder eben auch so ängstliche, unsichere Hunde, ne? Wenn man merkt, dass man da so ein bisschen noch rauskitzen kann. Das ist so viel Lebensqualität, die man da noch findet. Super, danke dir. Heike, Heike Enka. Ich finde das Thema Spiel zwischen Hund und Mensch total spannend. Allerdings habe ich einen 13-jährigen Jack Russell Terrier, der selbst nicht mehr viel spielt. Nicht mit anderen Hunden, auch nur selten mit mir. Daher überlege ich, ob der Kurs Sinn macht. Sind die Inhalte für unsere Mensch-Hund-Konstellation geeignet? Also eigentlich, Heike, hat dir die Elli, die vor dir geschrieben hat, das schon so ein bisschen beantwortet. Wenn die einen 11 Jahre alten Hund, der nicht mehr spielen wollte, auch wieder gut animieren konnte, dann ist es eigentlich genau die Antwort, die ich dir jetzt auch gegeben habe. Es wird nicht jedes Spiel geeignet sein. Und das wird für keinen, also es wird keiner, der mitmacht, sagen, alle, ich weiß nicht, wie viele Spiele es insgesamt sind, 10, 15, jede Woche, glaube ich, so 4, 3, 4. Es wird nicht für jeden jedes Spiel toll sein und geeignet sein, aber es wird jeder das finden, was seinen Hund oder seine Hundegruppe total weiterbringen kann. Also das kann ich sagen. Und ein 13-jähriger Hund, gut, man muss ja auch immer gucken, ne? Hat der körperliche Einschränkungen, tut ihm was weh, kann er deswegen vielleicht nicht spielen. Aber so Spiele wie die Mausefalle, da gibt es auf der Infoseite zu dem Kurs, gibt es ja so ein kleines Video, wo ich so einen kleinen Einblick in den Kurs gebe. Da sieht man das mit dieser Mausefalle, mit dieser, ich verstecke Futter und gehe weg und meine Hunde gehen mit weg. Und dafür, dass sie mit weggehen, gehen wir als Belohnung ganz schnell Spiele, ein Rennspiel dahin und ich gebe es frei. Solche Sachen kann auch ein 13-jähriger Hund machen und total gerne machen. Und die Hunde lernen einfach von einem Reiz, von etwas, was ihnen wichtig ist, mit mir zusammen wegzugehen, weil sie wissen, als Belohnung haben wir uns dann zum Beispiel was Tolles überlegt. Oder als Belohnung wird es auch wieder freigegeben. Da ist Alter völlig egal. Das kann ein Welpe genauso wie ein alter Hund. Und wie gesagt, es werden manche Sachen dabei sein, die vielleicht körperlich für alte Hunde schwieriger sind. Es gibt auch Dinge, die wir Menschen sind ja auch total unterschiedlich. Ne? Jemand, der total sportlich ist, wird bei den Rennspielen seinen Riesenspaß haben. Wer vielleicht nicht so sportlich ist, wird vielleicht bei anderen Spielen einen Riesenspaß haben. Ne? Also, sowohl die Menschenseite als auch die Hundeseite. Es wird nie für jeden alles total super passen, aber es wird auf jeden Fall was dabei sein. Kann ich auf jeden Fall so sagen. Petra, würdest du den Kurs ein andermal wiedergeben? Nicht mehr in dem Jahr. Ich mache Kurse ja immer nur einmal im Jahr. Drei verschiedene Themen. Und deswegen jetzt oder erst wieder 2024. Was ich euch gerne auch sagen würde, es gibt ja über Elopage eine Ratenzahlung. Irgendeiner hat gegrummelt. Wenn ihr was, und die Ratenzahlung ist natürlich ein bisschen teurer wie der normale Preis, weil ich ja auch Gebühren habe bei Elopage und so. Jetzt, wenn einer von euch sagt, ich würde total gern mitmachen, aber ich schaffe es jetzt einfach nicht, weil im Januar, klar, es kommt sehr viel. Ich habe jetzt auch wieder alle möglichen Versicherungen und so. Im Januar ist einfach schlecht oder diese Ratenzahlung, dass es dann abgezahlt ist Ende Januar, klappt bei mir einfach nicht. Ihr dürft mir bitte gerne schreiben. Also ich habe immer wieder Leute auch dabei, die außerhalb von Elopage buchen, mit denen ich einfach individuell was abstimme. Da vertraue ich jedem, der da auf mich zukommt und es hat bisher auch nie Probleme gegeben. Also wenn ihr sagt, ich kann jetzt halt vielleicht nur einen Teil anzahlen und den anderen Teil würde ich im Februar zahlen oder so, kommt bitte gerne auf mich zu. Ich möchte wirklich, bin da ganz transparent, deswegen gibt es auch diese 7 Tage Geld-zurück-Garantie. Das heißt, es kann jeder, der bucht, sich die erste Woche anschauen und dann eigentlich erst entscheiden, will er dabei bleiben oder nicht. Wenn ihr nach 7 Tagen sagt, nee, ich glaube, es ist doch nichts für mich, dann könnt ihr genauso zurücktreten, ihr bekommt euer komplettes Geld wieder. Geld-Zurück-Garantie gilt immer, egal, ohne Gründe, einfach sagen, ihr möchtet nicht weitermachen. So kann man es sich erstmal anschauen. Und wenn ihr sagt, ich kann einfach diese 199 oder die dreimal Rate, das geht jetzt gerade im Januar nicht, da lässt sich was finden. Also ich will gerne immer meine Kurse jedem ermöglichen.
Und lass mich da gerne auch auf individuelle Absprachen ein. Dürft ihr gerne machen. So, ich lese kurz weiter. Rübe liebt dieses Maulrangeln. Ich habe tatsächlich schon mit Oberkörpertief zum Spiel aufgefordert. Rübe geht darauf ein, aber irgendwann reißt er halt die Schnauze weit auf und wenn ich dann mein Gesicht zurückziehe, ist er irritiert. Aber wenn du es nicht zurückziehst, hast du schon mal probiert, was passiert überhaupt? Reiß doch auch mal dein Maul auf, wenn er es macht. Da sind wir wieder beim Spiegeln. Also Hundeverhalten spiegeln in Spielsituationen ist ganz toll. Pufft mein Hund mich an, puff ich ihn an. Knurrt mein Hund mich an, knurr ich ihn an. Ich kenne deinen Hund nicht. Ich weiß nicht, ob du das abschätzen kannst, wenn er seine Schnauze weit aufmacht. Es gibt ja dieses Spielgesicht. Genau, zu den Regeln oder zu den, ja, was im Spiel so, wann ist es Spiel und wann nicht. Das typische Spielgesicht hat ein weit aufgerissenes Maul. Du siehst alle Zähne, die Nase ist so leicht gekringelt. Spielgesicht, da siehst du alle Zähne. Das ist dieses weit aufgerissene Maul, kann ein sogenanntes Spielgesicht sein. Mach das mal genauso und guck mal, was er dann macht. Eher, ne? Ich glaube, Rübe eher, oder? Okay. Reißt eher halt die Schnauze auf, genau. Pacing und Leading, spiegeln und führen. Könnte das Spielgesicht sein? Je mehr Zähne man sieht, desto mehr hat man dieses Spielgesicht. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit den Fotos, oft gibt es Fotos, die so einen Ansatz von Spielgesicht zeigen, aber nicht wirklich. Und dann es ist schwer, anhand von nur einem Foto zu sagen, ne, was machen denn die zwei da miteinander? Gibt es auch Tipps im Kurs, wie ich mit zwei Hunden zusammen spielen kann? Natürlich, genau dafür ist der Kurs da. Also es gibt immer zwei Videos. Das erste Video ist gefilmt immer mit einzelnen Hunden. Und das zweite Video ist gefilmt mit mehr Hunden. Also ich habe dann immer meistens alle, manchmal Mio nicht mit drauf, je nachdem, was wir gemacht haben. Aber genau dafür ist der Kurs da, eben auch zu sagen, okay, was mit einem funktioniert, muss ja nicht immer gleich mit allen funktionieren. Das heißt, wenn ich mit mehreren Hunden spiele, habe ich vielleicht noch mal ganz andere Dinge zu beachten. Da muss ich ein Spiel auch mal umändern leicht. Also das, was ich mit einem Hund so und so spiele, kann ich in der Gruppe gar nicht so spielen, sondern dann gibt es da so ein paar neue Strukturen, ein paar neue Ansätze, dass ich es halt abändern kann mit mehreren Hunden. Ja, genau dafür ist der Kurs da. Also man kann ihn buchen, wenn man nur einen Hund hat, weil ja ein Video für einen Hund. Und man kann ihn buchen, wenn man mehrere Hunde hat. Und da werden wir auch in den Lives ganz viel drüber sprechen, wenn es da Probleme gibt, wie man es mit mehreren Hunden machen kann. Ja. Bisher mache ich es nur einzeln und wenn ich das höre, was du zum Spiel gesagt hast, habe ich mich bisher wohl nur im Lernbereich bewegt. Das mit dem emotionalen Bereich klingt sehr spannend. Genau, Yvonne, das ist halt das Thema, dass wir Menschen Spiel anders definieren wie der Hund. Und das ist trotzdem toll für den Hund und es macht trotzdem Spaß. Und wie gesagt, der Adventskalender, so viele verschiedene Ansätze, die haben da Spaß mit uns. Aber es ist Lernbereich und nicht dieser emotionale Bereich. Ja. Wo ich einfach loslassen muss und auch der Hund loslässt. Ja, wenn man Hunde miteinander sieht, wie die spielen, ja, dann ist es doch ganz anders, wie wenn wir mit Hunden spielen. Manuela, zwei meiner Mädels spielen äußerst entzückend miteinander, wie süß. Sie schleichen sich an, schlagen Haken, genau, verfolgen sich. Aber die dritte Hündin geht sofort, bevor das Spiel noch begonnen hat, dazwischen mit Gebrummel. Sie splittet immer. Das hat sie von klein auf schon gemacht. Mit der einen spielt sie selber richtig viel und laut. Wenn die andere sie jedoch zum Spiel erfordert, weiß sie nicht, wie sie sich verhalten soll, steht da und wufft. Wenn sie splitten möchte, sage ich, lass sie. Und ich habe das Gefühl, sie ist froh, weil ich die Situation im Griff habe. Sehe ich das falsch? Und warum splittet sie immer? Genau, dieses Splitten ist eben einfach, um Dynamik rauszunehmen. Viele Hunde splitten, wenn sie Angst haben, es kocht was über. Und Hunde sind mehr wie wir. Also, wenn nur ein Hund andere Hunde splitten will und wir sagen, aber die spielen doch, kann es sein, dass es doch nicht wirklich Spiel ist, sondern dass da einfach wirklich Grenzen ausgelobt werden. Das sind so diese sogenannten Spielverderber, die es oft auf Hundewiesen und auch auf dem Hundeplatz gibt. Die gehen überall dazwischen, die bremsen jeden aus, aber eigentlich sind es ganz soziale Hunde. Die wollen einfach keinen Stress und die wollen diese Energie niedrig halten, weil aus Hundesicht es keinen Sinn macht, Energien einfach so zu verplempern. Für Hunde ist wichtig, deswegen schlafen Hunde viel oder sollten viel schlafen, um ihre Energien aufzuladen für einen Ernstfall. Na, wenn jetzt ein Hunderudel draußen lebt
dann brauchen die ihre Energie zur Nahrungsbeschaffung, die brauchen ihre Energie, um zum Beispiel Feinde oder so abzuwehren. Und dafür spannen die Energien auf und sagen dann, sinnlos, Energien werden nicht verschwendet. Deswegen machen das ganz oft Hunde und eigentlich sind es sehr soziale Hunde, werden aber oft als Spielverderber bezeichnet. Das ist wieder das, was ich vorhin auch schon erzählt habe, da müssen wir Menschen einfach gucken, wie gehen wir damit um. Möchte ich es laufen lassen, möchte ich, dass die anderen Hunde ihren Spaß haben, dann hol deine Hündinnen raus. Dann sag ihr, musst du nicht machen, lass sie kaspern. Wie gesagt, ich sage oft, die wissen nicht, was sie tun, lass sie mal. Die sind noch jung, ne? Also, die müssen das alles erst lernen. Also ich mache das immer wegen so spielerisch und lustig und nehme meine Hunde einfach zur Seite und mache in dem Moment was mit denen, dass sie nicht das Gefühl haben, da arbeiten zu müssen. Und das würde ich in deinem Fall auch. Also wenn es okay ist für die anderen Spiel, schau mal wirklich gut drauf, ob es Spiel ist. Wenn es okay ist, und dann sollen die lustig, so wie bei der Jutta, sollen die lustig da vor sich hin spielen und du lässt deine Hündin, die gern splitten würde, aber nicht einfach so im Regen stehen, sondern kümmerst dich dann einfach um die. Ne? Gib ihr was zu knabbern zum Beispiel, mach mit ihr irgendwas, was sie schön findet. Ja. Genau. Wo waren wir? Claudia. Anschleichen und fixieren mag meine Lucy nicht, aber schubsen und schieben und mal rein findet sie klasse. Am Ende liegt sie auf dem Rücken und zappelt mit allen Pfoten und strahlt. Sehr schön. Genau, sie ist mit den Pfoten zappeln, auch wenn ein Hund unten ist und ein anderer steht drüber. Dann, das wird ja auch oft missgedeutet, na, jetzt dominiert er den anderen. Wenn der unten aber zappelt dann und so da mit den Füßen dagegen schlägt, dann ist das einfach auch eine spielerische Aktion gerade. Spiel hat übrigens auch nie als Ziel so eine Endhandlung. Ne? Spiel steht für sich. Wenn ein Hund jagt, ist die Endhandlung, ich stelle den anderen Hund in die Ecke oder ich rumpel den nieder oder richtiges Jagen, ich fange meine Beute oder so. Also wenn es kein Spiel ist, ist immer so eine Endhandlung im Fokus. Und wenn der Hund keine Endhandlung im Fokus hat, dann ist es wieder Spiel. Auch eins dieser Zeichen, wo man erkennen kann, spielen die oder mobben die oder schlagen die sich gleich oder wird es gleich ernst, ist immer zu gucken, ist es auf was Bestimmtes abgerichtet oder eben nicht. Also dieses Handeln des Hundes. Tanja, wir schmeißen öfters die Scheibe und das Schönste für Hexe ist das anschließende Zerren. Da knurre ich auch immer und weise, genau, selber knurren tue ich auch ganz viel. Hoffen wir lernen im Kurs noch mehr gemeinsame Spiele. Die Mausefalle ist lustig. Ja, und die Maus, ich mag, also es ist eins meiner Lieblingsspiele und auch eins der Lieblingsspiele meiner Hunde ist die Mausefalle. Und es ist so einfach und im Aufbau so, also ich lerne meinem Hund Futter liegen zu lassen, ohne dass ich es ihm tatsächlich irgendwie sage, sondern es wird spielerisch aufgebaut, spielerisch weggegangen. Ja, eins meiner Lieblingsspiele. Die Vajana sieht man ja auf dem kleinen Ausschnitt. Hat ja ein bisschen gebraucht, da war die noch nicht so lange bei uns und da kannte die das alles noch nicht und die hat ein bisschen gebraucht und trotzdem sind meine anderen Hunde total ruhig bei mir geblieben, bis auch die Vajana bei mir war. Na, da kommt wieder so diese Gruppe ins Spiel. Wir sind eine Familie und wir warten auch auf den, der es noch nicht kann und wir nehmen Rücksicht auf den, der ein bisschen mehr Zeit braucht und motzen dann den nicht an oder ein anderer sagt, dann gehe ich trotzdem schon mal, weil ich es nicht so lange aushalten kann und nicht so lange warten kann, sondern da haben wir wieder so dieses Soziale im Fokus einfach, dass die anderen Hunde lernen, okay, der es noch nicht kann, auf den müssen wir Rücksicht nehmen und müssen einfach warten. Ja, Mausefalle ist super. Und Daniela, uns hat der Spielekurs auch sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme euren Kurs statt gerade zum Anlass, all die Ideen wieder durchzuspielen. Ja, sehr gerne. Spielst du mit uns mit die 4 Wochen? Du hast ja die Infos alle noch und die Videos. Der Kurs ist bei dir vor Ort oder? Nee, der ist online, Sophia. Das ist ein Online-Kurs. Den kannst du komplett zu Hause machen. Ihr bekommt jede Woche 2 Videos, wo ich mit meinen Hunden abgefilmt, also ihr bekommt einen Text, wo es erstmal erklärt ist. Ich empfehle immer, zuerst den Text zu lesen, dann das Video zu gucken, dann versteht man auch, was ich im Text vielleicht geschrieben habe, wie ich das meine, das Video zu gucken und dann kann man für seinen Hund diese Ansätze finden, es selber zu machen. Es gibt zweimal, so wie jetzt, zweimal so eine Live-Runde, die jetzt auch schon wieder 1-3 Stunden dauert.
Die dauern so lange, wie sie dauern. Ich nehme mir da nie irgendwie ein Maximum vor, sondern solange Fragen sind, beantworte ich Fragen. Den Service biete ich immer, weil ich das ganz wichtig finde, dass jeder seine Fragen beantwortet bekommt. Ihr könnt eigene Videos in die Gruppe stellen, damit ich da drüber schaue, damit ich euch Tipps geben kann, da und da verbesserst es bitte noch, auf das und das achtest du bitte noch. Also es ist komplett online und online funktioniert wirklich wunderbar. Hätte ich vorher auch nicht so gedacht, aber es funktioniert wirklich. Bestätige mir zumindest immer alle meine Teilnehmer. Christina, danke für deine Spaß. Gerne, ich freue mich schon auf deine Spielekurse. Ja, es ist so schön, dass da jetzt auch viele hier im Webflash dabei sind, die dann auch beim Kurs dabei sind. Ich freue mich total. Wie gesagt, ihr kriegt zeitnah die Infos zur Facebook-Gruppe und dann können wir am Sonntag bzw. nächsten Dienstag voll starten. Daniela Kirner hat mich dabei auch schon fein in meine Nase gebissen. Ja, wenn er es fein gemacht hat, ist es ja okay. Also wie gesagt, im Spiel greift die Beißhemmung. Wenn es wirklich Spiel ist, wird es nie zu einer Verletzung kommen, weil die Hunde das ganz genau abchecken können. Ein Hund kann ganz genau dosieren, ob es blaue Flecken gibt oder nicht und ob es Löcher gibt oder nicht. Na? Und das wird im Spiel, wenn es Spiel ist, nie passieren. Da könnt ihr euch da wirklich drauf verlassen. Wenn es passiert, war es kein Spiel. Und dann solltet ihr euch Gedanken machen. Also auch wenn Hunde untereinander, wenn das kippt und ins eine Beißerei driftet, dann habt ihr vorher die Anzeichen nicht erkannt, dass es gleich abdriftet. Katlin, ich habe immer ein bisschen Schiss, weil er ja sehr übermütig wird, Border halt. Ich will mir sicher nichts, aber kann ja trotzdem passieren. Nicht bewusst. Passieren kann was, wenn zum Beispiel ein Hund, also Windhunde ist ja so das Thema, ne? Die beißen sich ja, also im Rennspiel, im Jagdspiel beißen sich Hunde ja gerne mal ins Fell und wollen da mal ein bisschen festhalten. Und bei Windhunden gibt es immer Löcher, weil die ja kein Unterfett haben und kein Fell und so weiter. Also nicht viel. Und deswegen haben sie da ganz oft auch Maulkörbe drauf. Aber da muss man halt auch erkennen, wann kippt es denn in ein echtes Jagen? Also ein Renn- und Jagdspiel wird bei bestimmten Rassen ganz schnell zu einer richtigen Jagd. Vor allem, wenn irgendwas Quietschiges dazwischen kommt. Also wenn irgendein kleiner Hund quietschend davonrennt. Da muss man halt wirklich vorsichtig sein und seinen Hund gut kennen. Und einfach auch stoppen können, rausrufen können, irgendwie einen Zugang zu seinem Hund haben. Aber bewusst wird ein Hund, wenn es Spiel ist, keinen anderen Hund verletzen. Ich habe auch viel über meine Hunde gelernt. Die ganzen Körperstellungen, genau, die da zum Vorschein kommen, kommen sonst nicht oder selten vor. Genau, das stimmt. Ich habe teilweise Tränen gelacht und die Gesichter von den Hunden waren super. Ja, sehr schön, genau. Ist auch immer so lustig, wenn ich irgendwie mit meinen Hunden da irgendwie rumkasper und so und die immer so die Fragezeichen im Gesicht haben. Christina, wir spielen meistens immer nach einer Gassenrunde. Trudi. Wir spielen meistens immer nach einer Gassenrunde, bevor es nach Hause geht. Jürg schlägt da immer Haken und freut sich wie Bolle. Genau. Haken schlagen ist auch super. Gerne Manuela. Gerne Jutta. Claudia, mein Max splittet auch immer. Ich sage immer auf dem Hundeplatz, er ist mein Klassensprecher bzw. Schulhofhausmeister. Genau. Er kommt aus dem Tierschutz, war lange in Portugal auf der Straße. Dort hat er bestimmt nicht spielen können. Mit ihm zusammen zu spielen ist sehr schwer. Er hat über ein Jahr gedauert, bis endlich Ansätze von Spielen mit mir bei ihm sichtbar wurden. Mit meiner Hündin hat er schon nach 2 Wochen gespielt. Ja. Genau, also wenn die auf der Straße waren, dann haben die total super, also meistens eine total super Kommunikation, aber vielleicht halt Defizite in anderen Bereichen. Ja. Und wie gesagt, sie müssen sich sehr sicher fühlen. Also ein Hund, wenn spielt, spielen hat keine Regeln. Spielen bedeutet loslassen. Spielen bedeutet nicht gucken zu müssen, ob irgendwo Gefahren sind, weil ich mich total da rein vertiefen kann. Und das ist für Hunde, die ein bisschen unsicher sind, echt schwierig. Aber man kann sie dahin führen. Und wenn man das schafft, sie dahin zu führen, das ist ja auch ganz wichtig, dann baust du gleich wieder Selbstbewusstsein auf. Also ich kann einen unsicheren Hund über richtiges Spielen und um gut ausgewähltes Spielen, dem kann ich total viel Selbstbewusstsein geben. Ne? Dass der merkt, oh, ich darf mich ja auch mal was trauen. Oh, ich kann ja auch mal andere Dinge anbieten. Das ist halt auch wieder das Schöne dran, wenn ich das über Spiel mache. Ja, dann auch Border geht beim Spielen auch voll wild ab, ja. Es ist noch nie etwas passiert. Er nimmt oft auch meine Hände oder Arme zwischen die Zähne. Genau. Genau.
Beißhemmung greift immer, wenn es Spiel ist. Ja. Auch wenn es nicht so ausschaut, wie gesagt, dieses Spielgesicht, das ist wirklich ein weit aufgerissenes Maul, die alle Zähne blitzen. Das ist ein Spielgesicht. Ne? Die Nase kräuselt sich so ein bisschen. Wenn das einer nicht weiß, schaut es echt gefährlich aus. Aber es ist dieses sogenannte Spielgesicht. Anja, ich bin auch bei den Adventskalenderspielen. Meine Hündin, ja, es waren auch viele. aber schön, ja. Meine Hündin mag neue Sachen immer nur wohldosiert und kleinschrittig. Jeden Tag was Neues ist ihr zu viel. Sie war als Welpe eingesperrt in einer Hütte. Wo waren wir? In einem Käfig. Und einmal wöchentlich kam jemand zum Füttern. Sie lernt, ist auch clever, aber braucht auch viel ihr Vertrautes. Boah, ja, so aufzuwachsen mag kein Hund, ne? Das ist klar. Ja, genau. Und das, was ich gerade gesagt habe mit unsicheren Hunden, na, da muss ich gucken, wie finde ich den Zugang und wie kann ich darüber aber das Selbstbewusstsein fördern. Wenn du weißt, dass deine Hündin sich schwer tut, wenn immer wieder was Neues kommt, da würde ich auch tatsächlich sagen, okay, ich finde was, was wirklich gut passt und dann mache ich das mal mehrere Tage hintereinander, ein bisschen dosiert, mal früh, mal abends, mal vor dem Essen, mal nach dem Essen, immer so ein bisschen verschieden auch eingestreut, dass es nicht immer der gleiche Rahmen ist. Das ist auch ganz gut bei solchen Hunden, dass ich es nämlich auch mal einfach von zu Hause mit auf den Spaziergang nehmen kann und der Hund nicht sagt, oh, ich habe das doch immer nur im Haus gemacht, was ist denn jetzt komisches? Na, dass ich das auch im Alltag wirklich immer nutzen kann, sowas. Und ja, klar, da muss man natürlich Rücksicht drauf nehmen und muss, ich sag immer, im Tempo vom Hund. Sage ich ganz oft, sage ich in ganz vielen Webplauschen. Immer im Tempo vom Hund. Nichts drüber stülpen, nichts mit Gewalt wollen, sondern immer im Tempo vom Hund. Weil dann ist es so, dass der Hund es auch total gut mitnehmen kann und verankern kann und lernen kann. Das kann ich nicht, wenn ich zu schnell bin. Das kann ich nicht, wenn ich zu viel erwarte. Na, dann nimmt der Hund es nicht, dann ist es nichts Nachhaltiges, wenn ich im Tempo vom Hund arbeite, egal mit was. Aber wenn ich im Tempo vom Hund arbeite, dann ist es nachhaltig. Claudia, mein Kernterrier, Kernterrier, wie süß. Rassi ist meistens der Jäger im Rennspiel. Wenn er anfängt quietschen zu bellen, mir wurde gesagt, das ist der Jagdruf, ist es für das Zeichen, dass er anfängt gefrustet zu werden und wir beenden. Genau, also Jagdhunde haben ja dieses Jagdgeplärre, dieses Jagdgeschreie. Das unterscheidet sich sehr vom normalen Bellen. Also das kennt man. Wenn man seinen Hund gut kennt, kann man das unterscheiden. Und da würde ich auch dann unterbrechen, weil dann geht es in eine Jagd über. Genau. Das würde ich. Und guckt immer, wenn ihr das Spiel beendet, dass es nicht einfach nur gestoppt wird. Den Fehler machen nämlich auch ganz viele. Wir beenden ein Spiel, aber der Hund hat diese Anstrengung, diese Dynamik, diese Energie, dieses, was da eben gerade passiert ist, hat der ja noch in sich. Wo soll denn das hin? Ja, dann kommt der Nächste um die Ecke und das Geplärre geht weiter oder so. Also guckt immer, wenn ihr das Spiel beendet, dass ihr das so beendet, dass der Hund auch diesen Stress und diese Anspannung abbauen kann. Also über ein Leckerli-Spiel, über eine Futtersuche oder 10 Leckerli-Spiel kennen inzwischen ja ganz viele, weil ich da auch Videos in der Gruppe habe, dass ihr da irgendwie in der Richtung was mit eurem Hund macht, anstatt einfach nur zu stoppen. Das kann funktionieren, das einfach nur stoppen, aber es ist ja irgendwo ein Stress im Hund drin, wenn vorher gejagt wurde oder so. Und es ist immer gut, wenn wir Menschen dem Hund da raushelfen und es ableiten, woanders hin ableiten. Anja, ja, die Bindung ist ja gewachsen durch Tricks üben. Genau, dieses Prinzip, ne? Tricks üben. Ich brauche einen Trick nicht wirklich für den Alltag, aber das spielt sich beim Hund halt woanders ab und das hilft extrem. Genau wie bei Spielen. War mir auch unwichtig, ob sie es richtig macht, es zählte nur der Spaß, aber das half uns sehr weiter. Genau, wie habe ich im Adventskalender geschrieben, wenn wir mit dem Hund was zusammen machen, es muss nicht immer Sinn ergeben, Hauptsache es macht Spaß. Es muss weder für einen Hund noch für einen Menschen Sinn ergeben. Hauptsache, ihr habt gemeinsam Spaß. Claudia, bei meinem Max ist das absolute Vertrauenssache. Daran habe ich mit ihm intensiv gearbeitet. Wie gesagt, es gibt schon Momente, wo er wirklich loslässt und dann ist es toll zu sehen, dass er ein richtiger Kasperkopf ist. Habe heute hier viel dazugelernt, insbesondere das Spiegeln war bisher immer sehr erfolgreich. Dankeschön, sehr gerne, Claudia. Ja, Spiegeln ist super, ja.
Und Spiegeln hilft halt auch im Alltag viel, ne? Ich kann meinen Galgo nur zum Popotanz animieren, das kann ich auch. Ich kann meine Galgos noch zu ganz viel anderem animieren, aber Popotanz ist super immer. Ja, mein Max quickt auch, wenn er im Jagdmodus ist, ein Pinscher Potengo Mix. Genau, also man hört das, ne? Man kann das wirklich tatsächlich unterscheiden, ob es Jagdgeheule ist oder ob es spielerisch irgendwo ein Gebelle oder so ist. Sandra, ich hoffe, hallo Mio. Ich hoffe, ich bekomme im Laufe des Kurses auch mal vom Sofa. Das hoffen wir doch alle. Ja. Dafür sind ja dann auch die Live-Runden da. Wir haben jede Woche 2 Live-Runden am Dienstag und Freitag. Und na, bei der ersten Live-Runde, da müsst ihr euch ja erstmal so langsam eingrooven und erstmal gucken. In der ersten Woche wird auch über Futteranimation, über Motivation allgemein, wie kann ich denn Futter einbringen, wenn ich Barfer bin und solche Sachen werden wir ja auch sprechen. Also ihr werdet euch ein bisschen eingrooven. Aber dafür sind ja auch die Live-Runden da, ne? Dass wir dann über sowas sprechen. Gerne, Annette. Und bis nächste Woche, genau. Nächsten Dienstag. Für alle, die im Kurs dabei sind, sitze ich wieder hier und erzähle euch. Ich überlege gerade, ob mir noch was Wichtiges entgangen ist. Ich mache mir ja vorher immer kein Skript. Webplausch ist einfach plauschen. Ich erzähle, was mir gerade einfällt. Aber ich überlege gerade mal, ob noch irgendwas Wichtiges fehlt. Wenn ihr noch eine Frage habt, fragt bitte gerne. Claudia, das machen wir, indem wir nach dem Beenden anschließen, wir beide und die Leckerlis werfen zum Runderband. Sehr, sehr gut. Genau, Claudia, super. Ganz wichtig, dass wir Menschen dafür sorgen, dass diese Anspannung aus dem Hund rausgeht. Sonst sucht er sich selber eine Möglichkeit, die Anspannung loszukriegen. Es gibt Hunde, die dann intensiv ins Buddeln gehen. Es gibt Hunde, die dann das Bellen anfangen. Es gibt Hunde, die dann den Nächsten irgendwie über den Haufen rennen. Na, da weiß ich einfach, ich habe diese Energie nicht, die ist nicht weg. Nur weil ich das Spiel beendet habe, brodelt es im Hund ja immer noch. Und da müssen wir Menschen einfach auch Verantwortung zeigen und unseren Hunden helfen. Gerne, Anja. Werden die Live vom Spielekurs auch aufgezeichnet? Gabi, ja, die werden auch aufgezeichnet. Auch da gibt es immer die Aufzeichnung hinterher gleich in der Gruppe. Das heißt, wer mal nicht live dabei sein kann, der schaut hinterher. Und ihr dürft jeden Tag Fragen stellen. Ich versuche alles, ich habe nebenbei ja noch was anderes, aber ich versuche immer sehr zeitnah auch auf die Fragen zu antworten. Spätestens im nächsten Live gehen wir alle Fragen durch. Also es gibt immer einen Fragenpost sozusagen, wo alle Fragen drunter gestellt werden und die gehe ich dann wirklich alle durch. Dass ich dann nicht so ähnlich wie hier auch, dass ich dann nichts verpasse, dass jeder alle Fragen wirklich zu 100% beantwortet bekommt und die Lives werden immer auch aufgezeichnet. Kann man sich dann danach noch anschauen. Und ihr habt 36 Monate Zugang, 3 Jahre. Also bei dem Kurs geht es ganz gut mit dem Abarbeiten. Bei dem anderen 8-Wochen-Kurs, der so richtig vollgepackt ist, ist es ja oft schwierig zu sagen, ich halte die 8 Wochen wirklich genau den Stand, der gerade dran ist. Aber auch hier, es ist im Nachgang, so wie die Daniela schreibt, sie macht jetzt nochmal mit. Sie nimmt den Kurs jetzt, der startet, zum Anlass, das auch nochmal durchzuspielen, weil sie letztes Jahr dabei war. Na, ihr habt immer noch nach wie vor Zugang zu den Videos, zu den Texten, zu den Live-Runden, 3 Jahre lang. Ja, Daniela, ich fand es auch sehr spannend. Genau, also Spiel ist so ein umfangreiches Thema und auch so wichtig, da zu wissen, auf was zu achten ist. Claudia, das beenden wir auch immer. Am Ende kommt dann das Kommando fertig und alles bleibt ruhig. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Es ist ja auch oft so, ne? Es gibt Leute, die gehen zur Hundewiese, leinen ihren Hund ab, lassen ihren Hund toben, leinen dann wieder an und gehen nach Hause und regen sich darüber auf, dass der Hund nicht ordentlich an der Leine laufen kann. Wieder hinwärts, wo er ja die Energie schon hat, weil er weiß, wo es hingeht. Und je schneller er dort ist, desto schneller wird er abgeleint. Also kann er da nicht ordentlich laufen. Und heimwärts hat er halt auch noch voll Energie, die er da mitnimmt, weil vielleicht irgendwelche dummen Gespräche gelaufen sind, die der Mensch gar nicht mitgekriegt hat. Und dann wundert man sich, dass der Hund an der Leine nicht ordentlich läuft. Anke, wir müssen jetzt raus, sonst muss ich putzen. Vielen Dank für heute und allen viel Spaß beim Kurs. Macht einfach Spaß. Genau. Super, danke dir. Und Timo, was ist los?
Hat er dich aus dem Körbchen gescheucht, ne? Euch stehen ja genug rum. Katrin, falls du zuschaust, dein Hund läuft gerade da hinten. Ein Pensionshund. Bea, ich wünsche allen, die dabei sind, viel Spaß. Auch wir werden wieder starten. Einiges ist im Alltag wieder untergegangen. Genau, es ist super. Ich finde es toll, dass ihr das jetzt zum Anlass, also die, die letztes Jahr dabei waren, einige zum Anlass nehmen, jetzt einfach wieder das anzuschieben. Ja, es geht im Alltag viel unter, natürlich. Und ich habe so viele Spiele im Kopf und so viele Ideen. Und trotzdem ist immer so die Schiene, also man hat immer so das Gefühl, man macht immer das Gleiche. Mache ich jetzt nicht, aber das Gefühl ist irgendwo da. Ne? Und auch ich finde deswegen solche Kurse immer toll, weil ich sage, okay, ich schaue, haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Da sprechen wir gerade im Kurs drüber, komm Kinder, wir gehen raus. Wir spielen das jetzt auch nochmal wieder. Ja. Ja, gerne, Angela. Ja, euch auch noch einen schönen Abend. Knutscht deine zweimal von mir. Okay, der Sammy wird es vielleicht nicht wollen, aber euer Mädel. Wenn jemand noch eine Frage hat, stell die gerne noch. Jetzt sind wir fast bei 2 Stunden. Aber ihr dürft sie gerne noch stellen. Kathleen, wir machen gerne mit. Vielen Dank derweil. Bis Sonntag. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also ihr habt ja auch noch Zeit zu überlegen. Bis Samstag kann man buchen. Wenn jemand noch Fragen hat, schreibt mich gerne an. Es gehen ja auch noch mal zwei Mails raus. Schreibt mich gerne an über Facebook Messenger, als PN oder per E-Mail. Wie gesagt, wenn jemand sagt, ich möchte total gern mitmachen, aber ich kann gerade nicht die 199 Euro in einem Schwung zahlen, bitte sprecht mich auch da an. Es gibt für alles eine Lösung. Ich möchte es wirklich immer jedem ermöglichen, der einfach gerne mitmachen will. Es kommt immer den Hunden zugute und deswegen bin ich da sehr offen für alles. Gerne, Heike. Claudia, allen viel Spaß im Kurs. Genau, euch auch schönen Abend. Gerne, Gabi. Macht gerne mit. Und wie gesagt, wer unsicher ist, ihr habt 7 Tage Geld-Zurück-Garantie. Bei den 8-Wochen-Kursen sind sogar 14 Tage, jetzt sind 7 Tage. Ihr könnt euch die erste Woche komplett anschauen. Und wenn ihr dann wirklich sagt, oh, ich glaube, das passt doch nicht, dann steigt ihr einfach wieder aus. Vielen lieben Dank für den schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Gerne, Anke. Nächster Webplausch dann im Februar. Also der ist einmal im Monat. Falls jemand jetzt heute das erste Mal bei so einem Webplausch dabei ist, das ist einmal im Monat. Meistens an einem Freitag, außer ich habe gerade Kurs. Oder es ist wie in dieser Woche Freitag ein Feiertag. Dann ist es meistens Mittwoch. Ansonsten immer Freitag. Meistens der erste, spätestens der zweite, aber meistens der erste im Monat. Immer zu einem anderen Thema. Und ja, die Aufzeichnung dann immer im Infoguide 3, wo ihr auch alle anderen Aufzeichnungen findet. Sophia, ich würde echt gern mitmachen, aber mein Anton hat als Herdenschutzhund eh schon keine Lust zu spielen und dazu kommt noch seine HD. Ich glaube auch, das würde ihn nicht aus der Reserve locken. Ich weiß es nicht. Also wir hatten auch schon Herdenschutzhunde dabei. HD ist tatsächlich ein Thema, das habe ich vorhin ja auch bei dem 13-jährigen Jack Russell, glaube ich, war es, gesagt. Es wird mit Sicherheit nicht alles gehen, aber es muss auch nicht alles gehen. Ich finde immer wichtig, dass man so für sich und seinen Hund das findet, was einen weiterbringt. Ne? Und das ist nicht die Lösung, die für vielleicht einen ganz anderen Hund die Lösung ist. Du kannst gerne buchen und die erste Woche mitmachen und wenn du dann sagst, okay, es ist wirklich, es hat sich bestätigt, es ist nichts für euch, also es ist nichts für uns, dann sag Bescheid und dann steigst du einfach wieder aus. Und dieses nicht aus der Reserve locken ist halt oft, wenn wir nicht den Ansatz an Spiel haben, den die Hunde eigentlich als Spiel sehen. Ah, die Susanne hat geschrieben, genau, Emma ist auch ein HSH-Mix und sie beginnt sich für Spiele zu öffnen. Wir melden uns auch noch an. Ach, wie schön, Susanne, super. Du warst jetzt beim anderen Kurs auch dabei, ne? Und ich habe ja auch damit gekriegt, wie sich einiges bei euch so richtig schön gelöst hat. Sehr schön. Also Sophia D., du hast kein Risiko, wenn du dich anmeldest und du kannst wirklich nach der ersten Woche aussteigen und bekommst alles wieder. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden.
Petra, Janke, danke schön, vielen Dank. Wir werden vermutlich erst im nächsten Jahr dabei sein. Wir machen gerade zu viel auf einmal. Therapie, Begleitung der Ausbildung, ein paar Themen zu Hause und noch ein anderer Online-Kurs. Ja, wenn es zu viel auf einmal ist, dann macht es auch vielleicht nicht so den Sinn. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt es ihn wieder. Es gibt im März aber auch einen anderen Online-Kurs und im September auch nochmal einen anderen. Vielleicht passt es dann für dich auch vom Thema her. Aber ansonsten einfach gerne nächstes Jahr. Ja, Veronika, danke schön, wir freuen uns auf die nächsten vier Spielewochen. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid. Gerne, Sophia. Ups, ich überlege es mir. Ja, genau. Kein Risiko, kann ich dir garantieren. Okay, ihr Lieben. Mio, was ist denn los? Du bist heute sehr anlehnungsbedürftig. wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche mit nicht ganz so schlechtem Wetter. Bei uns hat es heute irgendwie nur geregnet. Für alle, die beim Kurs dabei sind, wir sehen uns nächsten Dienstag. Ab Sonntag bekommt ihr eure Sachen und vorher schon den Zugang zur Gruppe. Für alle, die noch überlegen, wenn Fragen sind, jederzeit melden. Ja, Kathleen, schönen Abend. Genau. Einen schönen Abend euch allen, eine schöne Restwoche euch allen. Spätestens bis nächsten Monat für die, die nicht beim Kurs dabei sind. Spätestens bis Dienstag für die, die beim Kurs dabei sind. Macht's gut, ihr Lieben.